ist laut genug, klingt gut. Achso, okay, jetzt habe ich noch mal ein bisschen geboostet. Wenn ich übersteuern sollte oder so, sagt mir Bescheid. Ich hoffe, jetzt passt es einigermaßen. Gut. Machen wir mal weiter. Ich muss mir erstmal kurz einen Überblick verschaffen, wo wir jetzt eigentlich gleich nochmal sind. Und über die Steuerung und so. Weil ich weiß leider gar nichts mehr. Das wird jetzt auch wieder ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, ich finde und fand den Ausflug in Dino Crisis sehr interessant und sehr cool. Und ich bin froh, dass ich das mal nachgeholt habe. Aber ich muss echt sagen, ich glaube, schon langsam reicht's mir. Wenn das Spiel jetzt noch sehr lange dauert, dann glaube ich, beenden wir es nicht. Weil es wird mir zu lang jetzt einfach irgendwie. Aber aktuell ist noch alles cool. Ich sage nur, ich merke so langsam, dass ich mir denke, so, jetzt darf es aber echt mal zu Ende gehen. Gucken wir mal. Vor allem habe ich jetzt gerade auch überhaupt keine Heilung mehr. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Eine Akte mit Notizen. Willst du sie lesen? Haben wir das noch gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich leider echt nicht mehr erinnern. Da wir den experimentellen Generatoren heute nach draußen bringen, wird sich ein Teil des... Ja, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Falls es in diesem Labor zu einer Überladung kommt, bedeutet das die Vernichtung der gesamten... Ja, haben wir schon gelesen. Kann ich mich erinnern. Alles gut. Wie geht's euch mit Dino Crisis? Habt ihr da noch Bock drauf? Wäre es euch lieber, wenn wir das beenden? Gucken wir mal, ob wir das noch schaffen. Die Dinos sind tatsächlich echt. Die haben eine Zeitmaschine erfunden bei Capcom, sind in die Vergangenheit gereist und haben echte Dinosaurier eingefangen, digitalisiert und in das Spiel eingeschleust. Tatsächlich. Das wissen die wenigsten. Ich verstehe die Frage nicht ganz. Was soll ich dazu sagen? Was? Schlecht gealtertes Spiel, würde ich ehrlich gesagt nicht mal sagen, aber weiß ich nicht. Ich schaue gerade dein Fallout New Vegas an, die Let's Play-Reihe von Fallout New Vegas, ja. Coolio, das sind ja auch Millionen Folgen, ne? Gerade am Ende zieht sich's ziemlich. Genau, so geht's mir auch gerade mit dem Spiel ein bisschen. Ein Donkey Kong-Gerät, auf dem ist ein S zu lesen. Ja. Genau, aber wir haben nicht alles dafür. Warte mal schnell. Genau, das ist nämlich genau das. Das trifft es eben auch gut. Ich habe überhaupt nichts gegen das Spiel und finde es eigentlich sogar cool. Aber es zieht sich gerade ein bisschen. Und da, weißt du, ich habe früher immer auf Krampf alles durchgespielt. Aber mittlerweile bin ich alt genug, dass ich weiß, dass Zeit wertvoll ist. Und wenn man manchmal einfach keinen Spaß mehr an Sachen hat, dann muss man einfach auch mal Konsequenzen ziehen und sagen, ja komm, ich habe es jetzt genug gespielt, ich habe alles gesehen, das Spiel wird mich nicht mehr großartig jetzt überraschen oder vom Hocker hauen. Wir können auch einfach mal weitermachen mit dem nächsten, das ist schon in Ordnung. Nichts Ungewöhnliches. Ach ja, wirklich nicht? Ah ja, warte mal, wir haben hier einen Alarm ausgemacht, ne? Waren wir schon an dem Computer? Jetzt müssen wir wieder mit ID-Karten, Beschreibungen und so arbeiten. Es ist ein bisschen zäh. Naja. Hallo, Deathbird, wie geht's? Ich mag das Dead Money DLC. Ja, die DLCs von New Vegas sind alle ja wirklich ganz großartig, finde ich. Das ist schon sehr gut. Jetzt kommt Regina, hat's verdient, dass du es zu Ende bringst. Ja, gucken wir mal. Ich beschwere mich jetzt auch nicht mehr, weil ich das Spiel ja eigentlich wirklich cool finde. Aber ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo ich mir denke, ach komm, leicht hätte auch gepasst vom Schwierigkeitsgrad her. Dann wäre es vielleicht... Okay, wir haben die Eingabedisk W und die Eingabedisk S. Wir haben den B2 Schlüssel 1 Fingerscan. Ich kann jetzt mal vorsichtshalber von dieser toten Person hier... Keine Ahnung. Den Fingerabdruck scannen. Fingerabdrucksammler erhält bereits Daten. Überschreiben. Okay. Wurden gesammelt. Gut. Was brauchen wir hier gleich nochmal? Ein Gerät, das die Daten einer ID schreiben kann. Das Personal der Ebene B2 und B3 ist mit allen Daten in diesem Terminal erfasst. Um Daten schreiben zu können, benötigst du eine ID-Karte. So. Ich habe eine ID-Karte.
Initiiere Datenschreibsequenz. Personalnummer eingeben. Ja, das ist jetzt das Problem, ne? Personalnummer haben wir leider nicht. Glaube ich. Das ist jetzt auch ein bisschen doof, dass ich einfach 2 Wochen nicht mehr gespielt habe und mich nicht mehr erinnern kann, was wir beim letzten Mal gemacht haben, ganz ehrlich. Eieieiei. Außerdem sind wir ein bisschen verletzt und haben keine Heilung mehr. Die Lage spitzt sich zu, Leute. Und hier habe ich, glaube ich... Genau, hier bräuchten wir noch eine zweite Schlüsselkarte. Ich weiß nicht, ob wir hier drin jetzt gerade was machen können. Na gut. Hallo, Blitzokrone, wie geht's? Schön, dass du da bist. Ich weiß jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht mal mehr lustigerweise, wie wir hier wieder rauskommen aus dem Raum und wie wir reingekommen sind. Ah, stimmt. Der Total Recall Sensor. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Karte. Wir sind hier. In dem Raum hier. Wirklich? Aha, aber spiegelverkehrt muss ich mir das vorstellen. Dann macht alles Sinn. Okay, alles klar. Gut. Wenn ich jetzt hier rausgehe, gehen wir hier die Treppe hoch. Das sind halt überall verschlossene Türen, durch die wir auch gar nicht durch können aktuell. Wie geht's dem kleinen Link? Konntet ihr schon Pipi einsammeln? Haben wir heute abgegeben beim Tierarzt. Müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Wir haben ja gerade gespeichert. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen ziellos durch die Gegend. Ich speichere auch nochmal. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob ich irgendwo was übersehen habe. Und schauen wir, dass wir nicht von Dinos gefressen werden. Und wenn, ist egal. Ich mache jetzt nur mal eine Expedition nach draußen quasi. Ich muss echt gerade wieder ein bisschen reinfinden in das Ganze einfach. Nichts. Oh oh. Überall Dinos. Und jetzt auch noch die neuen Ram-Dinos. Ne? Mit den Raptoren komme ich ja ganz gut klar. Da habe ich schon gelernt, wie man den gut ausweicht. Aber diese Ram-Kopf-Bock-Dinos, die kann ich noch nicht so gut einschätzen. Ram-Kopf-Bock-Dinos! Nein! Wo ist denn mein Hackerfreund? Könnte der nicht mal die Laservarianten für uns hacken? Das wäre ganz nett irgendwie. So, jetzt sind wir hier. Gucken wir uns mal die 2 Türen an, die wir nicht öffnen können. Oh nein. Oh nein, muss das jetzt sein? Der Fahrstuhl kann mit den Daten dieser Karte nicht bedient werden. Hat er uns jetzt gerade ge-one-hitted? Wow. Krasser als ich dachte. Shit. Wir sind kaputter als ich dachte vor allem. Wiederbelebungsmedizin wurde benutzt. Gut. Oh! Das ist ein bisschen ein gemeiner Rücksatzpunkt, oder? Meine Güte. Was ist denn da los? Also gut, den Aufzug können wir nicht benutzen. Und das können wir auch nicht benutzen, weil da fehlt uns auch noch was dafür. Okay. Ist Wiederbelebungsmedizin anscheinend wirklich einfach ein Extra-Leben, oder? Das ist doch gut. Die sind schon echt ein bisschen gefährlicher als die Raptoren. Die können viel schneller angreifen mit ihren Nahkampfangriff-Clown-Dingern hier. Aber gegen die kämpfen macht halt leider echt gar keinen Sinn. Habe ich so das Gefühl. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Ich habe halt echt keine Ahnung, Leute.
Ich schaue mir alles nochmal an. Naja, kriegen wir schon hin. Das wird jetzt wieder wie beim letzten Stream, wo wir 50 Minuten lang gebraucht haben, damit ich irgendwo an einen Bildschirm klicke, einfach nur. Wetten? Das wird großartig. 0-0 Schrot nehmen wir mit. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel auf Bewaffnung auch gesetzt, weil irgendwie macht Bewaffnung leider einfach echt keinen Sinn in dem Spiel. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad habe ich das Gefühl. Ich denke, Durchlaufen und Heil-Items sind eigentlich viel wichtiger. Aber beim zweiten Mal, ne, im Nachhinein ist man immer klüger. Was soll ich machen? Es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie in einer aussichtslosen Situation wären oder so. Alles andere als das. Ich finde immer noch diese riesigen beleuchteten Displays ein bisschen lustig. Warum? Naja. Schau ich hier nochmal rein? Oder sind wir von da? Ne, von da sind wir nicht gekommen. Steuerzentrale B3. Haben wir das Dokument gelesen? Personalnotiz, das klingt doch interessant. Vielleicht haben wir da irgendwo eine Nummer. Nee, haben wir nicht. Well, I've definitely reached the system's core. Gut. Sag mir, was ich tun soll. Bitte, gib mir ein Ziel. Er gibt mir kein Ziel, leider. Ich könnte jetzt noch weiter zurückgehen. Ich meine, da hinten sind noch zwei verschlossene Türen, ne? Da gucke ich mal nochmal, warum die verschlossen sind und was wir da vielleicht noch finden könnten. Schauen wir mal. Hallo, Heaven Alex. Ach, ein Stecker. Sehr gut. Wie viele Stecker habe ich denn jetzt? Habe ich vielleicht genug Stecker, um die Box hier zu öffnen? Ja. Na, das ist doch gut. Und jetzt wartet mal. Zugang. Aha, über Zugang kann ich auf andere Boxen der gleichen Farbe zugreifen. Ich verstehe. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier auch in die Box. Das mit den Boxen ist ähnlich wie in Resident Evil auch, witzigerweise, ne? Aber... doch irgendwie anders. So ähnlich und doch so fern. Ich hätte gern irgendein aktives Heilmittel. Aber ich weiß nicht, was ich dafür wegmache. Ich glaube, eine Ladung Pfeile. Und dafür nehmen wir einfach ein normales Heilmittel mal. So. Und jetzt gehe ich ruhig nochmal... ja, speichern wir von mir aus nochmal. Jetzt gehe ich ruhig nochmal zurück. Hey, Desert Railgun, Hallöchen. Boah, Desert Railgun, ich habe schon voll das schlechte Gewissen wegen dem Fallout 76 Video. Ich krieg's einfach nicht gebacken, das fertig zu machen. Es tut mir mittlerweile echt leid. Aber ich habe das noch auf dem Schirm. Ich habe es nicht vergessen. Nur, dass du es weißt. Oh Gott, ich höre schon wieder Dinos hier. Gucken wir mal da noch rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hurra! Diesmal irren wir nicht 50 Minuten lang durch die Gegend. Ich gucke lieber irgendwo in den Guide und suche die Stelle, wo wir sind diesmal. Öffnen der Tür ist eine Karte der Stufe A als Minimum erforderlich. Dinosaurier! Hör doch mal auf jetzt. Schade. Die sind so schnell. Guckt euch das an. Wie gemein. Und ich schätze, mit dem können wir auch noch nicht interagieren. Nichts. Und Stromschlag haben wir auch noch bekommen. Nein! Okay, Leute, ich will neu laden. Neustart? Soll ein Reset durchgeführt werden? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Wartet mal, ich drücke hier einfach mal F3.
Weil unsere Reise in die Zukunft hat uns jetzt gar nichts gebracht. Ich lade einfach nochmal hier an der Stelle. Okay. Was zur Hölle müssen wir jetzt machen? Wo müssen wir hin? Was ist unser Ziel? Was ist unsere Aufgabe? Was ist das Problem? Ich weiß es nicht. Nichts Ungewöhnliches. Ah, ein Stecker gefunden. Okay, gut. Man muss einfach alles anklicken in dem Spiel. Kehle aufgerissen, okay. Hier ist der ID-Karten-Computer, aber da brauche ich wieder eine Personalnummer und einen Fingerabdruck. Jetzt könnte ich mal gucken. Hi, Ruffy, wie geht's? Jetzt könnte ich mal schnell gucken, wo wir eigentlich sind. Ich habe keine Ahnung. Ich gucke jetzt mal. Alles gut. Müsste mittlerweile auch aber erst überarbeitet werden. Ah, gut, dass du sagst. Gut, dass du sagst. Okay, alles klar. Okay, ich guck mal kurz. Ich suche mir jetzt schnell den Dino Crisis Guide. 6,5 Stunden später. Das, was da geschrieben wird, kommt mir leider nicht bekannt vor, aber ich glaube, das müssten wir eigentlich schon gemacht haben. 2000 Jahre später. Moment, warum geht er jetzt zurück in den Aufzug? Hä? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Wisst ihr was, ich hätte das einfach voll auf Vollbild machen sollen und einfach einen Controller in die Hand nehmen und so tun, als würde ich selber spielen. Ja, und jetzt laufe ich hier den Kanal entlang, natürlich, und benutze die Abkürzung hier. Warum auch nicht? Sag mal, was zur Hölle? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Ich habe noch nie in dem Spiel. Ich wusste, dass es dieses Feature gibt, aber ich dachte, das ist komplett optional. Was zur Hölle? Und jetzt kann man hier plötzlich durch den Kanal durch in ein neues Areal, wo wir noch nie waren. Okay. Okay, das reicht mir jetzt schon als Tipp erstmal, würde ich sagen. Ich denke, das machen wir jetzt mal. Was zur Hölle? Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Das Spiel will hier aber wirklich zum ersten Mal, dass man in den Schacht klettert. Das war bisher immer optional, Abkürzungen und so weiter. Und ich glaube, hier ist es notwendig. Und damit, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf den Schirm, dass das überhaupt gibt, dieses Feature. Das zwingt einem das Spiel ganz am Anfang mal kurz dazu, dass man das verwendet. Und ab dann braucht man es einfach nie wieder, ne? Ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass das existiert. Aber gut, ich denke, wir kommen jetzt in ein neues Areal und können weiterspielen. Viele übersehen die Platte auf dem Boden. Ja, ja, total. Die sind auch unscheinbar. Und noch dazu, wenn man das Feature wirklich nicht mehr auf dem Schirm hat, ne? Eieieiei. Okay, dann bin ich jetzt echt ein bisschen froh und beruhigt, dass wir zumindest jetzt mal weiterspielen können. Mal gucken, wie lange. Mal gucken, wann wir auf das nächste Hindernis stoßen, das uns am Weiterspielen hindert. Aber jetzt fürs Erste haben wir wieder mal einen Weg gefunden. Das ist doch schon mal schön. Hey, ich bin verzweifelt. Mann, ey. Ich bin verzweifelt gerade an dem Spiel. Wenn man aber auf die Karte guckt, genau, sieht man die grauen Quadrate. Das weiß ich auch sogar eigentlich. Hi, Pollux. Pollux meine ich, nicht Pollux. Na dann. Pappkartons stehen auf dem Schrank. Nichts Nützliches. Ich schätze, das zählt für den ganzen Schrank. So, was haben wir denn hier? Dafür ist eine Karte der Stufe... für alles braucht man eine Karte der Stufe A. Wenn ich die nicht bald finde, ey. Stecker. Stecker der Stufe A. Schade. Bett mit einer kleinen Kühleinheit. Könntest du nutzen, um ein kleines Schlä... Ja.
können wir das wirklich machen? War das ernst gemeint? Ich könnte ein kleines Schläfchen brauchen. Du könntest es nutzen, um dich mit einem kleinen Schläfchen erholen. Ja, ich würde das wirklich gerne. Ohne Witzspiel. Mach halt keinen Blödsinn. Ich brauche echt Heilung. Aber anscheinend ist das irgendwie nur ein Scherz oder so. Warum sagt mir das Spiel, ich könnte hier schlafen, aber dann sagt, nee, aber kannst du nicht wirklich. Ist ja nur Spaß. Kannst hier natürlich nicht wirklich pennen. Was glaubst denn du? Gemeinheit. Gemeine Spiele einfach. Naja, was haben wir denn hier? Magazine füllen das Regal. Sicher gönnen sie einem Forscher. Ich hätte gern mit dem CD-Player interagiert, aber das geht leider nicht. Aufzeichnungen eines Forschers. Willst du sie lesen? Yo. Der Junge wies bei der Simulation des Stabilisators auf einen Fehler in meinem Berichten hin. Es scheint, als würde man Berechnungen der Zeit, bevor die Reaktion den kritischen Punkt erreicht, um 6 Nanosekunden vom richtigen Wert abweichen. Ich gab zu, dass ich einen Fehler gemacht hatte, aber er scheint ein echtes Problem damit zu haben. Er scheint nicht zu verstehen, dass wir dadurch erschöpft sind, regelmäßig rund um die Uhr zu arbeiten. Geschrieben von M. An M. Alle halten... Achso, warte mal. Das ist jetzt eine andere Person, oder? An M. Alle halten, oder? Ich weiß es nicht. Alle halten dasselbe von Kirk wie du. Es wird Zeit, dass wir ihm das sagen. Ich höre, dass du aus diversen Dingen ein Gift zusammenmischen kannst. Sie sagen, das müsste man nur das stärkste Betäubungsmittel mit etwas mischen. Nun ja, das geht dann vielleicht doch etwas weit. Geschrieben von K. An K. Anderen die Schuld für deine Fehler zu geben, zeigt nur deine Feigheit. Ich werde euch dafür verantwortlich machen, wenn etwas wegen eurer Nachlässigkeit schief geht. Vielleicht musst du aufpassen, nicht selbst eine Spritze mit Gift in den Rücken zu bekommen. Geschrieben von Unbekannt. Okay. Nettes Trio hier. That escalated quickly, oder? Einer schreibt, jemand hat mich auf einen Fehler hingewiesen. Das fand ich unhöflich. Ich bin voll überarbeitet. Und der Nächste schreibt, ja, wir sollten den vergiften, ey. Lass uns den umbringen. Und der Dritte schreibt, ey, ich bring euch gleich um. Was ist denn da passiert? Meine Güte, chillt mal. Fahrt mal den Gang runter. Holy shit. Ist jetzt in dem Raum irgendwas Nützliches, außer die total... Vor allem ist das dann in... Warum ist das in einem Ordner? Ist das so eine Art Gästebuch, wo jeder so einen Eintrag immer reinschreibt oder so? Warum ist das ein gelber Ordner? Das klingt eher wie E-Mail-Verkehr oder sowas. Hallo, Latango, wie geht's? Solche Arbeitskollegen hätte ich gerne. Wuß. Ja. Der Mantel, der da hängt, sieht riesig aus. Es ist, ja, voll... Aber das ist ein Laborkittel, das geht schon. Aber ich musste auch so ein bisschen an Resident Evil 4 Remake denken, wo Mendes auch in seinem Haus so einen riesen Kleiderständer bekommen hat, was ich super lustig finde, wo dann auch der Riesenmantel und der Hut dran hängen und so weiter. Schon schön. Das mit dem Gift kannst du aber auch mixen. Ja, ja, das habe ich schon verstanden, dass das ein Hinweis für mich sein soll, dass ich das Schlafgift damit irgendwas mixen soll für Supergift. Aber ansonsten ist hier gerade jetzt nichts, was ich aktuell brauche. Ne? Hier brauchen wir die Sicherheitskarte A. Dann gehe ich hier mal wieder raus. oh Gott. So, ich würde gern ein bisschen mehr Medizin in unser Inventar packen, ehrlich gesagt. So, jetzt wartet mal kurz. Ups. Nee, warte mal. Falsch. Ich muss auf Mixen gehen. Und dann mixe ich die Medizin M mit Verstärker. Und dann haben wir 2 Medizin S hergestellt. Gut. Und Blutstiller sind eigentlich auch immer eine gute Idee, ne?
Ich hätte so gern ein größeres Inventar, es wäre echt toll, aber jetzt lassen wir es erstmal so. Aber ich muss jetzt dieses Gift nicht mixen, oder? Das ist optional, hoffe ich doch mal. Halt, da ist was. Was ist das? Bitte sei ein wichtiges Schlüssel-Item, das ich brauche. Dammit. Oh oh. Oh oh. Ich muss sagen, dadurch, dass die Dinosaurier in dem Spiel wirklich gefährlich sind, habe ich echt Angst. Danger! Und dass ich immer vergesse, wie die Steuerung funktioniert, hilft auch nicht. Shit. Und dass ich gerade meine ganzen Granaten, glaube ich, weggeräumt habe, ne? Ah. Okay, letzte Munition verschossen. Mein Gott, wirklich? Nee, ich habe doch hier noch ganz viel 00-Schrot, ne? Eben, rüsten wir das mal aus. Musik, der ist tot. Du kannst aufhören. Die Stufe C dieser Karte ist C. Die Stufe dieser Karte ist C. Ich speichere mal schnell. Das war ein aufregender Kampf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, was du mit dem Giftpfeil triffst, stirbt sofort außer T-Rex. Das ist schon ziemlich cool. Zeit für Säuregranaten. Das wäre ziemlich awesome. Die hätte ich wirklich gerne. Okay, wir haben die Schlüsselkarte C gefunden. Ich höre noch einen Dinosaurier irgendwo. Aha, lauf! Nein, lauf! Benutzt die Schlüsselkarte C und nix wie raus hier, damit auch die Musik mal aufhört, um Gottes Willen. Huiuiuiuiui. Aha! Nein, nicht schon wieder. Oh Gott! Die lassen einem nicht in Ruhe hier. Oh oh. Okay, meine Güte, hartnäckig und ich bin so gut wie tot. Dann ist es doch gut, dass ich gerade die Medizin S benutze, bekommen habe. Bluten wir eigentlich auch? Muss ich danach mal gucken. Sieht gut aus eigentlich, oder? Ach, heilt Medizin S auch Blutungen? Nice, dankeschön. Okay, hoi, 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 hoi. Hey, ich muss sagen, ich nehme alles zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Jetzt, wo wir weiterkommen, macht's mir schon wieder Spaß. Es ist einfach echt frustrierend, gerade bei so älteren Spielen, wenn die so schlecht kommunizieren und man irgendwie Kleinigkeiten vergisst und deswegen bleibt man hängen und dann hilft man einem auch teilweise Guides nicht mehr, weil man irgendwann vor einer Viertelstunde irgendwas irgendwo liegen lassen hat oder übersehen hat und das nervt mich und dann komme ich schnell mal in so ein Mindset, dass ich mir denke so, Scheißspiel, ich habe keinen Bock mehr. Aber eigentlich ist es super und es macht mir auch eigentlich echt Spaß. Es ist wirklich nur manchmal Frust, der mir zu viel wird. Und dann bin ich schnell mal in einem Anti-Modus. Aber so, ich meine es gar nicht so. Ich glaube auch, wir hatten ein ganz schönes Auchi. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was jetzt so Dinosaurier für eine Bisskraft hatten in der Größe. Aber ich kann mir vorstellen, wenn einem so ein Reptil, ich meine, Reptilien war es ja nicht, aber sagen wir mal, so ein Krokodil beißt einem so in den Arm und zerrt so dran. Ich glaube, das tut weh. Ich glaube, das ist blöd. Kann ich mir schon vorstellen. Okay. Gut, gucken wir mal, was wir hier drin alles so haben.
Die Planungsdisk wird benötigt, um dieses Gerät zu bedienen. Ich glaube, sowas haben wir nicht. Nee. Ich muss echt dran denken, wenn ich das auf YouTube hochlade, dass ich die ganze Guide-Lese-Passage rausschneide. Auf den großen Simulator läuft irgendeine Art Simulation. Dann macht er scheinbar, was er soll, oder? Klingt richtig. Überall liegen Akten. Auf dem Monitor wird ein Plan angezeigt. Die Planungsdisk wird benötigt. Ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon. Die Planungsdisk wird benötigt. Okay, aber es gibt jetzt noch mindestens eine andere Tür, die wir jetzt öffnen können. Wir müssen nicht wieder zurück durch den Schacht jetzt unbedingt gehen. Gucken wir mal weiter. Ach so, dammit, ne? Ich glaube, da müssten wir durch, damit wir zu der anderen Tür können, die wir noch öffnen können. Ah, das ist schade. Dann können wir das aktuell noch nicht. Und ich glaube, durch die Tür... Jetzt nehme ich mal die Pfeile mit hier. Und durch die Tür können wir eben gerade noch nicht, ne? Ne, von der anderen Seite verschlossen. Okay. Stopp, halt, Menüs. Okay, wartet mal. Heilmittel. Was macht das gleich nochmal? Verstärkt die Wirkung von heilenden Gegenständen. Genau. Heilmittel mixen mit Blutstiller, schätze ich mal. Drei Medizin L++ hergestellt. Ach, das ist, glaube ich, ganz gut. Die nehmen wir. Cool. Gut, dann haben wir jetzt zwar... Ne, jetzt hat sich's gerade umgedreht, so ein bisschen. Wir hatten gerade irgendwie ganz viel Munition und ganz wenig Heilung. Jetzt haben wir relativ viel Heilung und nicht so viel Munition. Aber ist mir ehrlich gesagt lieber. Ich habe das Gefühl, auf dem hohen Schwierigkeitsgrad ist gegen Dinos kämpfen eh nicht das Allerklügste. Kann man schon mal machen, aber okay. Gut, gehen wir wieder durch die Decke. Hallo, Siludiel, wie geht's? Mal oberflächlich geschaut, ein erwachsener T-Rex hatte eine Bisskraft von 5,8 Tonnen pro Zentimeter. Das klingt schon sehr, sehr viel. Ich habe jetzt keinen Vergleichswert, aber das klingt sehr viel. Aber ein erwachsener T-Rex ist ja nochmal was anderes als ein Raptor. Ich meine, in Wirklichkeit waren Raptoren halt Hühner, ne? Aber ich meine jetzt so Videospiel, so Jurassic Park Raptoren. Es ist alles sehr hypothetisch, weil es die in der Form halt einfach auch nicht gab. Aber die sind bestimmt auch unangenehm. Löwe. Aber ich glaube, Löwe ist vielleicht ein guter Vergleich zu sowas hier, ne? Kann ich mir vorstellen. Und sind wir tot? Ja. Ich spiele jetzt ein bisschen offensiver, habe ich gerade beschlossen. Weil wir so viele Item-Boxen voller Gegenstände einfach haben, die ich auch einfach nicht benutzen kann, weil ich durch alles durchgelaufen bin. Ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen hier reinhauen. Gucken wir mal nochmal auf die Karte. Wenn ich jetzt die Leiter nach unten gehe. Hey, wir können mit der neuen Schlüsselkarte, die ich jetzt gefunden habe, nichts machen. Das macht mich ein bisschen traurig. Wir haben aber noch was aufgehoben. Und zwar haben wir die Donkey Kong Disk und Eingabedisk. W. War das nicht sogar in dem Raum da hinten das W oder war das S? Schauen wir mal. Dinos waren damals in den 90ern schon der absolute Shit, oder? Aber waren die das nicht schon vor Jurassic Park? Ich wollte nämlich gerade sagen, dass, glaube ich, Jurassic Park da schon ganz schön was ausgelöst hat. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, der Dino-Hype war schon in den 80ern. Ich glaube, Jurassic Park war eher... Na, es ist wirklich S und nicht W. Ah, das ist traurig.
Ich glaube, Jurassic Park war eher schon eine Reaktion auf den Dino-Hype, oder? Aber war der Dino-Hype jemals vorbei? Dinosaurier sind halt einfach faszinierend. Ich glaube, das kann man schon allgemein sagen. Ich glaube, Dinos gehen immer. Dinos sind wie Zombies so ein bisschen. Deswegen wundert es mich, dass es so wenig Dino-Spiele gibt. Gut, okay, jetzt hat ja Capcom vor kurzem Primeval da rausgebracht oder wie das hieß. Aber das sieht halt einfach scheiße aus. Ich wollte es mal kurz spielen tatsächlich. Prime, wie heißt es denn? Irgendwas mit Prime. Aber das, man musste dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht mehr, sich irgendwo anmelden oder so. Und dann habe ich es einfach gelassen, weil es einfach nicht gut aussieht. Aber ich meine, ein gutes Dino-Spiel wäre doch mal wieder cool. Ich fand die schon als Kind faszinierend und ich bin 70. Wirklich? Ark noch nie gespielt. Ja, das stimmt. Ark gibt's. Ark ist auch faszinierend wegen den Dinosauriern. Aber da weiß ich nicht. Komme ich auch nicht rein, so recht. Ich habe schon öfter Ark angefangen, aber der Einstieg ist irgendwie dann immer wieder so zäh und. Aber Ark habt ihr recht. Das gibt's natürlich und das war erfolgreich. Absolut. Baujahr 70. Gut. Das macht mehr Sinn. Wir hatten aber schon ältere Zuschauende hier, deswegen habe ich das jetzt gar nicht unbedingt komplett ausgeschlossen, aber es hätte mich schon gewundert. Aber ja, bei dir jetzt zumindest hätte es mich gewundert. Baujahr 70, dann bist du ein paar Jahre älter noch als ich, ja. Die Story von Ark ist auch ziemlich genial. Okay. Vielleicht wäre Instinction was für dich. Kann ich mir mal anschauen. Oh, was mich jetzt gerade voll interessiert. Ich habe das vor kurzem jetzt heute nur mal kurz so entdeckt, dass das existiert. Ich habe es nie gespielt. Aber es gibt für Resident Evil 2 am PC eine Mod, die quasi eine Total Conversion macht. Also ein komplett neues Spiel draus macht. Und ich glaube, das heißt Resident Medieval. Also so ein Wortspiel mit Mittelalter im Englischen. Und da spielt man wirklich einen Ritter, der sich durch eine mittelalterliche Zombie-Apokalypse prügelt. Und die haben da sogar in die Resident Evil 2 Engine noch ein Erfahrungspunktsystem eingebaut. Ich glaube, das Spiel ist leider noch nicht fertig, aber das sieht mega interessant aus. Vielleicht machen wir da auch ein Bonusspiel mal draus oder so. Das würde ich mir auch gerne mal anschauen, genauer. Mal gucken, ob man das überhaupt aktuell spielen kann und so. Keine Ahnung. Oder Turok. Turok ist sowieso super. Turok mag ich natürlich sehr gerne. Turok war echt gut, ja, total. Also Turok, aber für mich war Turok 2 nochmal die Krönung, ne? Turok war ja auch dann, der Stream war wirklich kurz weg, ne? Aber jetzt sind wir, glaube ich, wieder da. Wir sind schon wieder da, oder? Ich glaube schon. Turok war ja wirklich damals auch voll der Shit, wenn es um Konsolenshooter geht. Das war ja total revolutionär. Aber der zweite hat das, finde ich, trotzdem nochmal so gekrönt, das Ganze. So, wir können jetzt irgendwelche. Soll ich mal. Ich speichere mal kurz, weil ich will schnell versuchen, wie effektiv mein Schrot gegen diese Dino-Art ist. War eh klar, dass wir jetzt noch schnell nachladen müssen. Okay, ich habe die zumindest ganz gut killen können, ehrlich gesagt. Finde ich ganz gut, aber jetzt haben wir halt nur noch einen Schuss und so weiter. Und ich weiß nicht, ob wir mit der Pistole weit kommen. Aber ich wollte jetzt mal einfach gucken, wie effektiv wir hier sind. Ein Stecker. Wir finden ziemlich viele Stecker. Oh, guck mal, Giftpfeile. Ich habe gehört, die können absolut alle Gegner töten oder so, außer den T-Rex. Eieiei. Schauen wir mal. Turok 2 war so krass zum Verlaufen. Ah, da hast du recht, ja. Da hast du absolut recht. Ja, oh Gott, dieses eine Level, ey. Oh Gott, ey. Ja, Milf, da voll.
wo man in so einem Höhlensystem unterwegs ist. Oh, das war die Hölle. Total. Höhlenlevel und im Insektenmutterschiff. Oh Gott, da hast du voll recht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich Turok 2 jemals ohne Cheats durchgespielt habe, ohne dass ich mich in weitere Level teleportieren kann oder so. Du hast voll recht. Ich habe das total verdrängt, habe ich auch immer komplett verlaufen. Bei dem, was man da zum Mixen braucht, sind die Pfeile aber extrem begrenzt. Ja, okay. Sonst wäre es ja auch easy. Kann ich verstehen. Hey, habe ich hier eine Munitionsbox geöffnet oder was? Aber ich schätze mal, ich kann das auch benutzen, um meine Munition zu verbessern, ne? Jetzt gucke ich mal kurz. Ich habe nur noch ein 0-0-Schrotding. Das bringt jetzt gerade eh nicht viel. Aber jetzt will ich mal wissen, ob ich theoretisch zum Beispiel... Nee, schade. Die Pistolenmunition kann man nicht verstärken. Ich könnte meine Medizin S verstärken. Oder meine Betäubung. Was würden, wenn ich die Betäubung verstärke? Dann kriege ich irgendwelche Pfeile. Ich habe nie mit Pfeilen gearbeitet und ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht vor, damit anzufangen. Gib mir die drei Hitzegranaten. Wobei, ich könnte mal versuchen, ja, das machen wir jetzt. Ich versuche mal, ob man die Hitzegranaten verstärken kann. Nix, was Spaß macht, kann man verstärken in dem Spiel. Es ist doch eine Gemeinheit. Dann mache ich mir halt noch bessere Medizin, so. Genau, ich kann ja auch in alle meine anderen Boxen hier gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes haben. 500-Schrot. Na gut, dann nehme ich die 500-Schrot und nehme noch das eine SG-Schrot. Und dann nehme ich hier auch nochmal das 00-Schrot. Dass man... Kann ich das nicht kombinieren? Kann ich das nicht kombinieren? Wollt mich verarschen, oder? Doch. Ah, mit Sortieren kann man es kombinieren. Dann ist schon gut. Ja, dann nehme ich mein Wiederbelebungsmittel doch nochmal mit. Alles gut. Okay. Aber hier komme ich jetzt eh auch nicht weiter. Erstmal. Nö. Na gut. Ich speichere mal schnell. Die beiden Dinos sind tot und kommen nicht wieder. Man kann die Giftpfeile mit dem Multipler vermehren. Ach so, das ist eine Frage. Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich versuche den Multipler mal, was der überhaupt vermehren kann, ne? Ha. Also zumindest meine normale Munition kann ich nicht vermehren. Jetzt gucke ich mal, ob man den Giftpfeil vermehren kann. Das wäre natürlich unter Umständen sehr mächtig. Nee, geht leider auch nicht. Schade. Schade. Dann habe ich jetzt mal meine Medizin vermehrt. Ist auch okay, schätze ich. Das wäre cool gewesen, ja. Okay. Wo waren denn noch so Laser? So Lasershutter? Theoretisch überall. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah doch, natürlich, ja. Eine Stelle weiß ich, wo wir gleich mal hingehen können. Und das mache ich jetzt auch. Let's go! It's me, Regina! Woohoo! Ich finde, alle Videospielcharaktere sollten nur so reden. Alle. Auch in weiß ich nicht, in The Last of Us. Oder jede Videospielfigur sollte reden wie Mario. Immer. Das wäre großartig. Das wären gute Mods. Die würde ich mir für alles runterladen. I hope it's another crisis, Plata. Oh, ja, ja, ja. Kann Resident Evil noch... Kann man da noch Resident Evil 1 noch cheesiger machen? Wer weiß. Vielleicht.
You're almost got a chila sandwich. Mamma mia. Oh, Barry. Finde ich gut. Ja, in Mafia reden sie ja wahrscheinlich wirklich so teilweise, ne? Da muss man eh nicht viel nachmachen. Der Mario-Synchronsprecher ist jetzt ja auch in Rente gegangen, ne? Aber der Neue macht das ganz gut. Am besten Barry direkt mit Mario austauschen. Ja, das wäre gut. Alle Figuren mit Mario austauschen. So, gucken wir mal in den Raum rein. Ich höre was. Das hört sich komisch an. Sind hier Zombies? Sind wir jetzt im Resident Evil Crossover angekommen? Aha. Das ist irgendwie so eine krasse Animation auch einfach. Ist er tot, Jim? Ja. Regina, wie sieht's bei dir aus? Gut noch? Ah, ein bisschen bluten sehe ich. Ein bisschen bluten. Habe ich noch Blutstiller? Blutstiller per se habe ich nicht mehr. Ich habe Betäubung im Inventar. Das wusste ich. Wo habe ich denn die her? Können wir die mit irgendwas Sinnvollem mixen vielleicht? Medizin. S Plus hergestellt und einen Inventarplatz freigemacht. Das ist gut. Ich glaube, ich lasse jetzt mal ein bisschen bluten, bis sie mir zeigt, dass ich Schmerzen habe. Vielleicht vergeht es bluten von allein. Wir haben die Donkey Kong D-Disc bekommen. Sehr schön. Weißt du, so mag ich solche Spiele. Wenn die Puzzleteile ineinander fallen und eins führt zum nächsten und ah, schön. Das ist halt das Schöne an so Survival-Horror-Spielen, gerade an den klassischen. Dafür muss man halt dann eventuell diese Momente in Kauf nehmen, wo man hängen bleibt. Das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz was anderes, wenn ich die privat für mich spielen würde, ne? Im Stream will ich halt nicht ewig lang, wie jetzt gerade irgendwie rum im Kreis laufen und so. Das ist halt blöd. Ach, dammit. Hier bräuchten wir irgendeinen Key. Für die Snackbox. 8, 5, 2, 3. Warte mal, wir haben es hier mit Sicherheitsmaßnahmen auf Umbrella-Niveau zu tun. Ich versuche mal 1, 2, 3, 4. Schade. Hätte ja sein können. Vielleicht 9, 8, 7, 6. Okay, ich versuche noch eine. Jetzt passt auf. 9, 5, 1, 0. Schade. Es wäre so awesome. Stellt euch vor. Stellt euch vor, wir hätten es einfach erraten. Aber was ist da eigentlich drin? Ich weiß gar nicht, warum will ich das? Ich weiß es gar nicht. Gut. Ah, hier kommen wir nur, überall kommen wir nur mit A rein, ey. Ich will jetzt endlich mal den A-Schlüssel finden. Ich wollte gerade sagen, wie cool das ist, dass wir Blutspuren von der Dino-Blutpfütze nachziehen. Ah, ich befürchte, das ist unser Blut. Habe ich vergessen. Naja. Aha, jetzt ist sie verletzt. Nee, okay, komm. Dann heilen wir sie mal. Ich laufe noch einmal durch den Raum, dass ich auch wirklich nichts vergessen habe. Aber ich glaube, wir haben alles. Außer den einen Safe, für den wir die Kombination nicht haben. Weiß jemand, Van Damme, du kennst dich doch auch in Dino Crisis. Weißt du zufällig den Spind-Code auswendig? Weil dann gebe ich den jetzt einfach ein und wir suchen nicht danach. Da muss ich nicht nochmal herkommen. Das wäre vielleicht ganz cool. Wiederbeleben nehmen wir mit. Wiederbeleben ist immer gut. Da muss ich kurz überlegen, aber ist nur ein Waffen-Upgrade drin. Okay, nichts, was wirklich für die Progression wichtig ist. Und wir müssen eh später nochmal wegen dem A-Schlüssel vorbeischauen. Insofern passt schon. Okay.
Also wenn da eine Sicherheitsstufentür ist, ihr wisst schon. Abseilen. Hey, abseilen hat für mich einfach mittlerweile eine andere Bedeutung. Und ne, ich finde es immer... Für so den Bruchteil einer Sekunde denke ich mir, warum steht da so ein unanständiges Wort in dem Spiel, wenn ich da hingehe? Es ist wirklich so. Kein Scherz. 1, 2, 8, 1 vielleicht. Wenn wir das nächste Mal dort sind, versuchen wir es. Gehen wir mal kurz dahin. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie diese Donkey Kong-Rätsel funktionieren. Und ich finde das so lustig und so peinlich, weil ich mich immer drüber lustig gemacht habe. Hä? Ich dachte, wir haben jetzt alles. Weil ich mich immer drüber lustig gemacht habe, wie einfach und schlecht die Sicherheitsvorkehrungen sind. Und jetzt habe ich vergessen, wie die funktionieren und weiß es einfach nicht mehr. Oh Gott, nein. Ich dachte, oh Gott, wir haben jetzt die Eingabedisk W und die Code-Disk W. Wir haben aber die Eingabedisk S und die Code-Disk D. Oh Gott, nein. Es passt hier überhaupt nichts mehr zusammen. Ah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja schmerzhaft und gemein von dem Spiel. Damn it. Na toll. Speichern wir mal nochmal auf der Memory Card. Warum nicht? Gut gemacht, Spiel. Ende. Ach ja, lustig. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal ein bisschen was. Gehen wir nochmal schnell. Holen wir uns das Waffen. Waffen-Upgrades sind schon sinnvoll. Die Dinosaurier sind ziemlich tough und so. Ich bin jetzt so ein bisschen mehr in den offensiven Modus übergegangen. Ich will jetzt welche kaputt hauen. Nix davon laufen. Ich will welche kaputt hauen. Auch mit dem Finger. Und deine Freunde auch. Und deswegen hole ich mir das Waffen-Upgrade. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die... Ich hatte mal so eine Art Armbrust oder sowas, aber die haben wir irgendwie schon lange verloren. Die habe ich irgendwo mal in eine Box gelegt. Ich habe keine Ahnung, wo. Ich kann mich mindestens an einen Raum aber noch erinnern, wo noch so ein Laserkraftfeld war. Bin ich mir ziemlich sicher. Da können wir noch mal gucken. Da, wo der eine Dino auch drin ist, der so nervt, den werde ich erschießen. Ich werde euch alle erschießen. Wie viel Munition habe ich noch? Ich glaube, nicht mehr viel. 2 Schuss. Gucken wir mal, ob wir den auch mit der Pistole klein kriegen. 2 Schuss Schrotflinte und dann Pistole. Da haben wir auch neue Munition und ein Upgrade. Vielleicht ist die mittlerweile nicht mehr komplett nutzlos. Okay. 1, 2, 8, 1. Vorderschaft und Lauf macht die Waffe zu einer Spass 12. Das ist eine Schrotflinte, oder? Wartet mal. G-Umbau plus Schaft. Dafür die Pistole haben wir nichts. Aber ich glaube, unsere Schrotflinte wurde jetzt umgebaut zu einer G-Umbau plus Schaft. Klingt mega nice. Super gut. Danke für den Code. G-Umbau plus Schaft. Und wir haben noch 2 Schuss dafür. Die Spass 12 ist eine Schrote. Ja, genau. Magst auch noch wissen, wie du die Pfeile mixt? Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich keine Ahnung habe, wo ich die Armbrust abgelegt habe, die ist für immer verschollen, glaube ich, hilft mir die Information gerade gar nichts, wie man irgendwas mixt. Kann sie eh nicht abfeuern. Oder kann man die Pfeile werfen? Sind das Wurfpfeile? Nee, das ist schon eine Munition, ne? Oder wirklich? Sind die wirklich Wurfpfeile? Ich dachte, man braucht eine Pfeile verschießende Waffe. Nee? Die Pfeile kommen in die Schrotflinte. Ah, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, Leute.
Das wusste ich ja gar nicht. Dass die Information, diese kleine Information, macht die Pfeile für mich gerade sehr viel attraktiver, muss ich euch sagen. Sehr viel sexier, ohne Witz. Ich dachte mir die ganze Zeit so, ja, aber jetzt noch irgendwie eine Waffe für Pfeile mit rumschleppen, keine Ahnung, blöd, will ich nicht. Aber dass die in die Schrotflinte kommen, ist ja voll super, weil ich persönlich bin ein Freund von Schrotflinten. Ich mag Videospiel-Schrotflinten. Es gibt Spiele, die haben leider unbefriedigende Schrotflinten, aber es gibt auch Spiele mit sehr guten Schrotflinten. Und die ist okay. Resident Evil hat grundsätzlich meistens gute Schrotflinten. Robocop hat auch ganz nette Schrotflinten, unter Umständen, das Neue. Ich überlege gerade schlechte Beispiele für Schrotflinten. So eine Schrotflinte braucht halt ordentlich, ne, ordentlich Wucht dahinter. Und das hat nicht jede. Es gibt Spiele, die versagen da, wenn es um Schrotflinten-Inszenierung geht. Und ich hasse das auch, wenn Schrotflinten so komplett Nahkampfwaffen sind. Dass die streuen und so weiter, alles schön und gut. Aber dass ich halt wirklich 2 Meter vor meinem Gegner stehen muss, damit ich irgendwie Schaden mache, bin ich auch kein Fan davon, wenn es um Schrotflinten geht. Ist voll okay, wenn die weniger Schaden machen auf Entfernung. Aber ein bisschen was, ne? Ein bisschen was wäre schon schön. Sonst Pfeile mit Wiederbelebung mixen, sollte Giftpfeile geben. Ah, okay, danke schön, das ist gut. 7 Days to Die sind die Schrotflinten nicht so der Bringer. Ja, es gibt leider viele Spiele. Starfield zum Beispiel. Ah, okay. Ja. Nee, bei Schrotflinten leben vom Trefferfeedback. Resident Evil 4 macht das wahrscheinlich perfekt. 8. Okay. So, ne, ungefähr. Ich finde die Resident Evil Original 4 Schrotflinten Treffer-Feedback-Physik zum Beispiel auch sehr viel schöner als die vom Remake. Die Schrotflinte wird im Remake erst, wenn man die gut hochgelevelt hat, abgegradet hat, dann wird sie cool. Vor allem New Game Plus so am Anfang, ja, ist wieder cool dann. Aber am Anfang ist die mir ein bisschen zu verpuffend. So, ich habe in dem Video gesehen, dass die Person, die das gespielt hat, hier von dieser toten Person hier einen Fingerabdruck genommen hat. Ich weiß noch nicht warum. Ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn macht, aber ich mache das jetzt auch mal. Fingerabdruck sammeln, erhält, Daten überschreiben, wurden gesammelt. Dankeschön. Ups, ich randaliere ein bisschen. Wo war denn der Raum mit dem Lasergitter? Irgendwo hatten wir noch ein Lasergitter. Ich laufe einfach mal nochmal zurück. Und dann sehen wir es eh. Die Abdrücke brauchst du nicht. Na gut, okay. Guckt. Dann hat mich... Ah! Oh, keine Munition mehr. Ich hab's vergessen. Ich hab's gerade noch gesagt, ne? Jetzt schießen wir ein bisschen mit der Pistole und gucken mal, ob die irgendwas kann mittlerweile. Vor allem mit der neuen Munition. Da hätten wir ein bisschen was davon. Oh nein! Oh, das sieht aber nicht gut aus. Oh Gott, Regina, nein! Ich glaube, das geht nicht gut aus für uns. Komm schon, entweder die oder wir. Okay, wir. Schade. Ich weiß gar nicht, wann habe ich dann das letzte Mal gespeichert. Oh oh, ich glaube, wir nehmen lieber ein Wiederbelebungselixier diesmal. Welche Donkey Kong-Tür kann ich aufmachen? Was? Hier oder was? Ah, wie? Oh, cool. Dankeschön. Das war ein guter Tipp. Finde ich gut. Hey, sag mal, ist im Stream bei euch wirklich gerade so ein komischer Bildfehler? Dass irgendwie links und rechts das Bild so komisch verdoppelt ist? Oder ist das gerade nur bei mir so? Das ist voll weird, oder? Yep. Seit wann ist denn das so? Das ist aber nicht die ganze Zeit so, oder? Ha! Ich hatte noch Bild über... egal. Okay, aber war nicht schlimm, oder? Man hat alles gesehen. Jetzt ist es weg.
Das war, seit wir das Walkthrough-Video anhatten, genau, weil davon war es noch da, deswegen war es noch da. Ich habe quasi jetzt einmal in Breitbild das Game einfach direkt gecaptured und drüber nochmal die Bildschirmaufnahme von meinem Bildschirm in 4:3. Super weird. Okay, cool. Also, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie dieses Rätsel funktioniert. Ich glaube, die Zahlen sagen mir, welche Buchstaben des Alphabets wir nicht benutzen dürfen, oder? Aber ich glaube, inzwischen ist es komplexer geworden und ich habe die neue Regel nicht verstanden. Van Damme, du kennst dich bestimmt aus. Kannst du mir nochmal erklären, wie die Rätsel funktionieren, ohne mir die Lösung zu sagen? Ich will nur nicht nochmal die Dokumente durchlesen müssen, wo draufsteht, wie es geht. Was sagen mir die Zahlen jetzt gleich nochmal? Ich glaube nämlich, mittlerweile sagen die mir auch, welche Zeilen ich überspringen kann oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was wir da gelesen haben, leider. Wabat the Irk. Haba. Zibitzga. Figgy. Bei dem bin ich tatsächlich überfragt. Aber ich kann dir einen Hinweis beim ersten Buchstaben geben. Ach, du bist auch überfragt bei dem. Okay, alles klar. Weil ich glaube fast, dass hier, dass wir einfach nur B, C, D. Ja, versuchen wir mal, dass wir einfach die Buchstaben weglassen, ne? Versuchen wir einfach mal, ob es so simpel ist. Ich schreibe mir das mal hier kurz auf, dann bräuchten wir nur die Buchstaben B, C, D. B, C, D, E ist erlaubt. F, G, H und I nicht, ne? B, C, D, F, G, H, I müssen wir einfach nur weglassen. Versuchen wir es einfach mal. Die mit den Zeilen kommen erst später. Aha. Dann machen wir einfach mal. W ist erlaubt. A ist erlaubt. D ist nicht erlaubt. Aber T, H auf jeden Fall auch. Und I auch. Aber I nicht. I ist verboten. Okay, genau. Weather ist schon mal gut, ne? Aber jetzt kommen die anderen Zeilen noch dazu. Die können wir wahrscheinlich nicht ignorieren. D und H sind verboten, also nur W. C, B, C, G ist auch verboten, also A. Und hier haben wir F ist verboten, G ist verboten, H ist verboten. I ist verboten. Weatherway. Was ist denn ein Weatherway? Ah, H ist verboten. Es ist Waterway. Ich bin dumm. Okay. Waterway. Ist jetzt offen. Ja, das war leicht. Okay. Das H muss weg. Das H muss weg. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gemerkt. It's eine Leiche mit einem Stecker. Dankeschön für den Stecker, Leiche. Das ist ja nett von dir. Obwohl er tot ist, hält er den Transmitter in seiner Hand noch immer fest. Den Transmitter brauchen wir nicht, oder was? Okay, anscheinend nicht. Ein Computerterminal zur Überwachung der Besucher, die den Hafen betreten. Oh oh. Cutscene. Cool. Kann ich trinken. Prost. Sounds like we're not the only ones having problems. I'm glad you're amused.
But if that guy gets eaten, we're going to have to retrieve the key from that dinosaur's stomach. You've got to save him. Warum muss ich alles machen eigentlich? Mach doch auch mal was. Okay. Jetzt müssen wir zurück durch den Dino-Flur und dann durch das große Tor. Na, da kommen wir schnell hin. Zum Aufzug, oder? Perfektes Timing für Funkspruch, das stimmt. Ich habe hier heute wieder von Holy den Mint grüner Tee, Eistee, den ich sehr lecker finde, wie schon gesagt, wie ich öfter gesagt habe. Der ist sehr gut. Leider sind die beiden neuen Weihnachtsflavor noch nicht bei mir angekommen. Nächste Woche können wir uns die ziemlich sicher dann mal im Stream gönnen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, Bratapfel, Energy Drink und ein Glühwein, ein Punsch, Eistee. Da freue ich mich echt schon drauf. Bin echt gespannt. Okay. Let's go. Was haben wir hier noch? Nimm das mit. B2 Schlüssel 2 aufgenommen. Cool. Ich glaube, da haben wir den ersten schon, ne? Cool. Wartet mal ganz kurz. Ich lasse mich jetzt mal von der Musik nicht beunruhigen, ne? Und gehe einfach mal ein bisschen erkunden. Ich speichere mal kurz vorher. Was ich selber. Ich bin für ein Remake von Dino Crisis. Ja, ich hätte absolut nichts dagegen. Ich glaube, ein Dino Crisis Remake könnte man so dermaßen cool machen. Hätte ich auch tierisch Bock drauf, tatsächlich. Würde ich sofort nehmen. Ne, mit der Re-Engine Resident Evil 2 Remake so ein bisschen als Schablone. Aber dann halt eben mit Dino Crisis, mit Dinosauriern und so, fänd ich mega, wirklich. Schon allein, um diese wunderschönen, großen Dinosaurier zu sehen. Stellt euch einfach mal einen modernen Re-Engine-Raptor vor, ne? So ein Jurassic Park-Raptor, der die Gänge durchstreift langsam und man kann vielleicht auch ein bisschen ranstealthen und sieht, wie er durch die Gänge schlängelt sich im Grunde. Wäre so mega gut, ey. Ach, kommt. Die sind echt wirklich die Raptoren hoch 50, wenn es um die Nervigkeit geht. Ich hasse sie. So, bin ich hier schon richtig? Muss ich durch das Tor? Anscheinend, es kommt eine Cutscene. Sehr schön. Geh! B1. Schreie. Punkt. B3. Ach du Scheiße. Cool. Er hat in den Reaktor gebissen. So, ist wirklich tot? Das wäre ein bisschen antiklimatisch, ne? Er rührt sich nicht. Allerdings atmet er sehr langsam. Alles Klärchen. Die Tür lässt sich nicht bedienen, da sie keinen Strom vom Generator erhält. Ach, T-Rex, warum machst du denn den Generator kaputt? Der Hauptgenerator funktioniert nicht. Er sieht nicht reparadel aus. Willst du die Batterie aus dem Startgerät nehmen? Ja. Nehmen wir die einfach mal mit, ne? Ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber passt schon. Und jetzt gucke ich mal, war hier nicht irgendwo ein Nebengenerator? Vielleicht müssen wir den jetzt irgendwie doch in Betrieb nehmen. That escalated quickly mit dem T-Rex, ne? Rot, blau, grün, weiß wäre die Kombination, die wir brauchen. Yeah.
Ausführungspass. Was? Ermöglicht den Schulmeister von großen Aufzug. Okay, alles klar. Batterieweiß nutzen. So, rot, blau, grün, weiß war, glaube ich, die Kombination, die ich gerade gesagt habe. Können wir das jetzt irgendwie machen hier? Da sind vier Knöpfe. Ich drücke A. Gut. Und jetzt drücken wir C. Geht das? Oh, es geht ohne Probleme. Und jetzt drücken wir D. Sieht doch gut aus. Drücken. Rot. Blau. Grün. Weiß. Tada! Notstromaggregat läuft. Da jetzt bitte nicht nochmal reinbeißen, T-Rex. Come on, das ist nicht gut für niemanden hier. Nicht für dich, nicht für mich. Ist die Kamera gerade anders irgendwie? Kann ich damit jetzt irgendwas anfangen? Betriebszustand des Hilfsgenerators. Okay, let's go. Ich speichere mal. Das war ein Erfolg, würde ich sagen. Der wird gespeichert. Hat es jetzt gespeichert? Wenn es nicht zu ruckeln anfängt, finde ich es gruselig. Ich hoffe, es hat gespeichert. Jetzt steht er bestimmt wieder auf. Vielleicht hasst er einfach nur Strom. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich soll... Ach so, genau, ich muss immer noch in den Aufzug, wo der T-Rex bewusstlos davor liegt. What could possibly go wrong? Alles gut. Schön weiterschlafen, Dino. Hey, ich hätte irgendwie voll den guten Plan. Jetzt, wo der bewusstlos ist, es tut mir fast leid. Aber könnten wir ihn jetzt nicht töten, einfach? Der wird der letzte Endboss, Regina, ich sag's dir. Aber gut, okay. Mach du, was du meinst. Ist okay. Hallo, Langer Hans. Ey, Lachs, wie geht's? Langer und Hans gehört für mich einfach zusammen. Untrennbar. Hallo. Vom Tyrannosaurus völlig zerfetzt. So fühlt sich mein Hirn gerade auf jeden Fall auch an. Teil des strikten Sicherheitssystems. Helferschlüssel. Ich habe keine Ahnung, was mir das jetzt sagen soll und für was ich den brauche. Aber gut, wir haben einen Helferschlüssel als Teil. Ach so, warte mal. Und hier haben wir die D-Disk. Aber wir haben immer noch keine S-Disk. Ich weiß nicht, wo der D-Türschalter ist. Da hinten liegt noch jemand. Der hat noch einen Stecker für uns. Dankeschön. Toter Mensch. Die waren hier auch einfach wirklich in dem Aufzug. Wie ist das eigentlich passiert? Wie ist das so eskaliert, dass die drei Personen hier mit dem T-Rex gemeinsam im Aufzug waren? Das ist schon irgendwie einfach echt blöde, oder? Mein Gott. Benenn mich gleich um. Ja, danke. Das würde mir sehr helfen. Das ist ja nett von dir. Der Hafenschlüssel, ja. Okay, T-Rex. Du kannst jetzt Jumpscare-mäßig aufwachen und schreien. Und ich laufe weg. Nee? Bin fast ein bisschen enttäuscht. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass ich was Wichtiges vergessen habe, jetzt wo der T-Rex nicht aufsteht. Aber ich schätze, es ist alles okay. Na dann. Let's go. Wartet mal ganz kurz, da hat eine Tür geblinkt. Wenn ich jetzt hier durchgehe, wieder durch den Gang mit den beiden Arschdinos und dann runter in den Safe Room, okay. Oh, die beiden Arschdinos. Ich würde die so gern töten, aber mit meiner Spritzpistole brauche ich da halt leider echt nicht anfangen. Willst du wissen, wo es die S-Disk gibt? Wahrscheinlich im Magen des T-Rex. Ich werde es schon finden. Also solange ich die nicht irgendwo voll blöd übersehen habe und ich jetzt voll in die falsche Richtung laufe, passt schon, muss ich nicht unbedingt wissen. Schnell! Oh Gott, durch die Tür. In dem Raum warst du schon, ja, dann darfst du es mir gerne sagen. Wenn ich irgendwas übersehe und deswegen zurücklaufen muss und es nervt mich, dann her mit der Information. Am besten was mit vielen Unterstrichen. Unterstrich, Unterstrich, Unterstrich. Ja, genau. Und dann Sub abschließen. Dann sitzen wir hier die ganze Nacht noch wahrscheinlich.
Unterstrich, Unterstrich. Ich frage mich, ob es ein Limit für Namen gibt, die vorgelesen werden. Ja, das sieht schon ganz gut aus, dass ich da reingehe, glaube ich. In dem Raum mit der grünen Wand ist eine. Und die andere sollte Rick dir geben. Okay. Yes. Aber den einen habe ich, die eine Komponente habe ich eh schon von dem S-Schlüssel. Mir fehlt ja nur noch das andere. Vielleicht kriege ich das dann von Rick, oder? Habe ich das richtig verstanden? Oh oh, eine Wirbulation. Lass uns einfach mal reingehen. This vortex must be the side effect of the third energy experiment. Wow, die Münze wird riesig und spaghettifiziert. Es ist ein schwarzes Loch. So how are we supposed to get around this thing? Either we find a way or we both end up as dino droppings. Not funny. Okay, I'll pull up any relevant data on the computer. Regina, you search around for any possible clues or leads. Okay, Regina. Ich habe ein Lied gefunden. Guck, hier, Donkey Kong Disc S haben wir schon. Alles gut. Dann weiß ich auch schon, was wir als nächstes tun. Tötrötö. Dass die Tür unbedingt eine eigene Sequenz braucht, aber meinetwegen. So. Ich schaue mich vorsichtshalber noch mal kurz hier um. Dreht noch mal mit ihm hier. Ich arbeite auch immer so auf der Tastatur. Prost. So mit der flachen Hand auf die Tasten drücken ist die beste Technik. Das machen nur die echten Pros. So 10 Finger schreiben kann jeder. Aber Delfinflossen schreiben, das ist die wahre Kunst. Des Tastatur-Ninjutsu. Fingil 13 ist jetzt ein Birdrider. Hallo Lolo. Yay! Fingil, vielen, vielen Dank für deinen Sub und Hallo Lolo zurück. Freut mich sehr. Jetzt wird irgendwann ein Forscher eine 60 Millionen Jahre alte Dollarmünze finden. Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht genau. Ist das wirklich, sind das Zeitportale oder Paralleluniversumsportale? Man weiß es nicht, aber ja. Das wäre crazy, oder? Stellt euch das mal vor. Man würde einfach eine versteinerte Sandmünze finden, irgendwie neben einem T-Rex-Skelett. Im T-Rex-Magen. Das wäre ein Mindfuck. Das sind Zeitrisse, ja, okay. So, lass mich mal kurz nochmal die Karte konsultieren, wegen meinem Orientierungssinn, der nicht vorhanden ist. Okay, alles gut. Hey, ich dachte echt, wir sind irgendwie kurz vorm Schluss, aber ehrlich gesagt sind noch so viele Räume auf dieser Map ausgegraut, dass ich das Gefühl habe, wir sind gerade erst, it's only just begun. Wir haben das Tutorial jetzt hinter uns gebracht. Damn it. Hey, ich bin aber voll dafür. Ich würde das super feiern, wenn die, stellt euch das mal vor, wenn die jetzt wirklich anfangen, Dino Crisis Remake zu machen und dann implizieren sie aber, dass das im gleichen Universum spielt wie das Resident Evil Remake Universum. Und das eröffnet dann ganz neue Wege. Ich glaube, wenn in Resident Evil ein Dinosaurier vorkommen würde, der wissenschaftlich erklärt wird, solange es nichts Übernatürliches mit Magie und so weiter ist,
Fände ich es, glaube ich, ziemlich gut. Ich glaube, ich würde es voll feiern. Wir hätten jetzt hier eigentlich auch die beiden Karten, ne? Aber wir sind halt jetzt alleine. Ich schau mal, wenn ich eine benutze, ob dann der zweite Charakter kommt. Das ist ein Schlüsselchip eingelegt. Ach so? Muss ich die jetzt einzeln einlegen? Selber oder was? Okay, ich habe beide eingelegt. Und jetzt? Willst du die Chipdaten überschreiben? Okay. Oh, dammit. Naja, okay. Vielleicht später. Kümmern wir uns erstmal um das Donkey Kong Schloss. Hi, Doc Doom. Spielst du mal God Omen 2 oder Legacy of Kain bzw. Soul Reavers? Ich bin echt ein großer Blood Omen 2 Fan. Das ist aber tatsächlich das einzige Spiel aus der Reihe, das ich privat gespielt habe. Aber das mag ich gern. Ha, ich glaube, der Subzähler ist kaputt. Warum, glaubst du das? Der ist wirklich so weit gefallen, weil es war Monatswechsel, ich war krank eine Woche und konnte nicht streamen. Wir waren gestern da unter 60. Also leider ist der wirklich ganz schön abgestürzt, was das Silent Hill Ziel leider sehr schwer zu erreichen macht. Ich habe gestern schon gesagt, und das zählt auch für heute jetzt noch, obwohl wir mit Resident Evil 3 durch sind, aber Dino Crisis gehört ja noch so ein bisschen zu Resident Evil 3. Auch wenn da jetzt 140 steht, 100 Subs. Und dann ist Silent Hill erreicht, weil sonst ist es unrealistisch. Aber ich habe auch gestern schon gesagt, ne, wenn es jetzt nicht erreicht wird, ist es für mich auch gar nicht schlimm. Dann habe ich mal wieder Mittwochabende, die ich in Videos für den Kanal und so stecken kann. Ist alles in Ordnung. Aber ja, natürlich wäre Silent Hill schon auch cool. Nach Dino Crisis als Bonusspiel. Ein Donkey Kong Gerät. Auf ihm ist ein S zu lesen. Benutzen wir. Okay, guckt, jetzt haben wir hier Leerzeichen dazwischen. Ich verstehe nicht, ob das eine Falle ist oder nicht. Aber ich versuche jetzt mal, ob wir das mit dem alten System lesen können. Also B ist verboten. A, B, C, D, E, F, G, H und I sind verboten. B, F, G, I sind verboten. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Also, S-A-T wäre nach der Logik erlaubt. A nicht, doch A auch, ja. Urday. Urday wäre komplett erlaubt. Ach so, Saturday, das würde sogar Sinn machen. Schauen wir mal. Aber es kommt mir gerade ein bisschen komisch vor, dass die komplette erste Zeile legal ist. Glaube ich fast nicht. Frankie Tanky ist jetzt ein Bird Rider. Yay! Viel zu alt für. Vielen, vielen Dank für die 5 Subgifts. Das freut mich sehr. Das ist sehr nett von dir. Und somit sind wir tatsächlich jetzt nur noch 11 Subs Lock von den 100 entfernt. Jetzt warte mal ganz kurz. Jetzt ein Bird Rider. Ich kann das, glaube ich, nämlich auch relativ easy anpassen. So, jetzt stimmt's nämlich auch. Unterstrich Lachs ist jetzt ein Bird Rider. Oh Gott. Foxy Love 87 ist jetzt ein Bird Rider. Würde mich nicht wundern, wenn Umbrella da nicht die Dinos geforscht hätte. Ja, könnte man, finde ich, super einbauen, oder? Der Langer Lachs. AMD 2600 ist jetzt ein Bird Rider. Die Stimme ist der absolute Hit. Cool, vielen, vielen Dank, wirklich zu alt für. Super nett von dir. Warte, ich will das von Langer Lachs nochmal abspielen. Achtung. L-A. Anger Lachs ist jetzt. Das ist so gut. Hi Oliver, danke schön, dir auch einen schönen Nikolaus. Oh Gott, finde die Erklärung für die Dinos tatsächlich richtig gut. Hey, ich will mir echt die Lore von Dino Crisis angucken, wenn wir hier durch sind. Vielleicht machen wir da auch ein, zwei Lore-Videos dazu. Ich finde es ganz nett auch alles. Ja. God Omen 2 ist auch mein Lieblingsteil der Reihe. Blood Omen, ja. Ja, ich kenne nur das, aber das mochte ich sehr gerne. Also, Saturday, Baby. Schauen wir mal. B.
Baby wäre nach dem Prinzip nur das A und das Y erlaubt. Aber mir kommt das jetzt schon zu lang vor. Und Saturday, yay, ist irgendwie komisch, ne? Ich glaube, wir müssen hier andere Regeln anwenden. Saturday, yay. Und dann würde, da kommen noch so viele Buchstaben, das kann nicht stimmen. N-I-L-L. G ist nicht erlaubt, aber trotzdem. Nee, 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 okay. Hallo, Kater. Wie geht's? Ja. Das ist der gesunde Kater, nicht der kranke Kater. Mit dem müssen wir nicht so viel Mitleid haben. Den kann ich gleich verscheuchen, wenn er nervt. So. Kannst du mal ein Video zu Lore von Wolfenstein? Hey, es gäbe so viele interessante Spiele. Ich mache ja auch öfter Lore-Videos zu ganz anderen Universen, die nichts mit Fallout und Resident Evil zu tun haben. Und das will ich auch weiterhin so machen. Aber Wolfenstein habe ich jetzt aktuell nicht auf dem Plan. Aber grundsätzlich, ja, will ich das gar nicht ausschließen. Ja, Katerchen, hallo. Ich muss leider Dinosaurier kaputt hauen. Aber ich muss jetzt den Controller gerade nicht in der Hand halten, um das Rätsel hier zu lösen. Jetzt pass mal auf, das sind Leerzeichen dazwischen. Was bedeutet das? Muss ich vielleicht die Buchstaben so gleichungstechnisch kürzen auch? Das Baby das A und das Y von Saturday streicht oder so. Naja, es macht irgendwie auch nicht wirklich Sinn. Weiß jemand, wie das Rätsel hier funktioniert? Das ist das Spaltensystem. Genau, da bräuchte ich nochmal kurz, sagen wir nochmal kurz irgendwie eine Auffrischung, wie das gleich nochmal funktioniert. Weil da bin ich mir gerade echt nicht mehr sicher, wie das funktioniert hier. Du musst die Spalten mit der Zahl weglassen. Aha, du musst die Spalten mit der Zahl weglassen. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber ich sehe hier maximal 7 Buchstabenabteile. Und wir haben aber auch noch hier eine 9. Das macht gar keinen Sinn. Oder? Was war jetzt eigentlich mit Warhammer? Oh Gott, das weiß ich auch noch nicht. Da steht irgendwie Saturday Night Fever. Ja, du hast recht. Da steht Saturday Night Fever. Aber das kann nicht die Lösung sein, weil das wäre viel zu lang. Saturday Baby Night Fever. Spalte von oben nach unten. Bei 2 lass den zweiten Buchstaben pro Zeile weg. Bei 5 den 5, 6. Hä? Bei 2 lass den zweiten Buchstaben weg. Bei 5? Beim 5 den 5., 6 den 6. etc. Nee, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Ach so. Day, Star, Step, Stable, Stabilizer. Ah, ich habe viel zu kompliziert gedacht. Dankeschön, ich verstehe es. Das ist ja wirklich super easy dann. Stay. Ne, warte mal, stopp. Ein L nur. Stay. Let's. R. Moment, das passt nicht rein. Nein! Hä? Habe ich einen Fehler gemacht?
Stable. Ah, das T kommt weg, ne? Warte mal. Ich weiß nicht, wo ich das hergezaubert habe. Oder? Ich glaube schon. Nee. Stable. Hä? I-L-I. I-L-I. Gut. Und dann Z. Und dann E und dann R. Ah ja, das R gehört jetzt natürlich noch hin, ich Trottel. Ja, okay. So, jetzt aber. Gut, hätten wir das auch noch geschafft. Das T am Ende muss weg, ja. Das letzte DDK ist richtig fies. Ah, okay, bin ich jetzt schon gespannt. Ich speichere mal diesen großen Triumph, den wir hier wieder errungen haben. Resident Evil 8, größer Resident Evil 7, Change My Mind. Will ich gar nicht, ich kann es verstehen. Ich weiß nicht, ob ich dem unbedingt zustimmen würde. Ich finde, beide Spiele versuchen unterschiedliche Ansätze und machen ihre Ansätze relativ gut. Aber mir macht der 8. Teil auch mehr Spaß, wenn es danach geht. Aber vom Konzept her und von der Atmosphäre her finde ich den siebten schon auch sehr, sehr gut. Und auch besser als den 8. in vielerlei Hinsicht. Deswegen, ne, würde ich die gar nicht unbedingt. Entgiftungsprozess. Aber ich finde auch der 8. der Village ist einfach das spaßigere Spiel irgendwie, finde ich. Auch wenn die Atmosphäre vielleicht nicht so dicht ist. Oh mein Gott. Ach so, schade. Ich hätte jetzt gehofft, wir werden jetzt in die Vergangenheit teleportiert. Und es kommt eine Passage in der Dino-Dschungelwelt. Das wäre awesome. Es gibt aber keinen. Der zweite Teil spielt nicht in der Vergangenheit. Ich hätte jetzt echt gerne einen Teil, der in der Vergangenheit spielt. Warum spielt der dritte Teil in der Zukunft auf einer Raumstation und nicht in der Vergangenheit im Dschungel? Der zweite spielt schon so ein bisschen im Dschungel, aber in so einer Forschungseinrichtung. Ich weiß nichts vom zweiten, deswegen keine Ahnung, ne? Ich laber hier nur. Ich mag 7 auch nicht zum Spielen. Ist voll langweilig und nur gleiche Gegner gefühlt. Joa. Fan-Dem ist jetzt ein Birdrider. Vielen Dank, viel zu alt für. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Somit fehlen jetzt echt nur noch 10 Subs und dann bekommen wir Silent Hill zum reduzierten Preis. Gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen. Eine Stunde. Fan-Fan-1050 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön, Fan-Fan. Auch an dich. Vielen Dank fürs dritte Monat. Sub hier schon. Nice. Ich glaube, wir schaffen es. Nur noch 9. Okay. Okay, was ist jetzt hier los? Was hat Dino Crisis mit dem Resident Evil Universum zu tun? Mit dem Universum hat es offiziell nichts zu tun, aber Resident Evil 3, das wir gestern beendet haben, ist im selben Jahr erschienen und beide Spiele sind von Capcom. Deswegen war Dino Crisis quasi ein Bonusspiel von Resident Evil 3, so wie Silent Hill, das zwar nicht von Capcom ist, aber auch im gleichen Jahr erschienen ist. Ein großes Jahr für Survival Horror, ne? Okay, wir haben hier oben jetzt Zahlen und unten haben wir G und F. G und F. A, B, C, D, E, F, G. Das heißt da 6 und 7, wenn man so will, vielleicht steht da unten, wenn das Sinn macht. Ich habe keine Ahnung. Oben ist allerdings nur eine 7 und eine 6, sonst nix. Ich würde ein Pokémon-Spiel in der Vergangenheit feiern, also zu der Zeit, wo die ganzen Fossil-Pokémon noch nicht ausgestorben waren. Aber das eine, das letzte oder vorvorletzte oder so, das spielt doch in der Vergangenheit, dieses Legends of
Akinon oder was weiß ich was, ne? Das ist, glaube ich, ein Vergangenheitsspiel. Dino Crisis 2 spielt 2010, glaube ich. Ja, okay. Na guck, warum nicht mal in der Vergangenheit? Das wäre, hätte ich viel cooler gefunden als auf einer Raumstation, muss ich sagen. 04. 0. 0. Aha, warte mal. Jetzt warte mal, ich versuche mal was. Lass uns mal ein bisschen tüfteln hier. Ich versuche jetzt mal, die alle in Buchstaben umzuwandeln. Das wäre dann A, B, C, D. Was ist die 15? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. O. Okay. Dann hätten wir C. Doc. Bisher macht Sinn. Könnte ein echtes Wort sein. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Doktor. Dann kommt wieder ein O. 18 ist wahrscheinlich R, oder? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ja, da ergibt sich was. Da ergibt sich was. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Jetzt wird's komisch, aber gut, schauen wir mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dann haben wir wieder ein R. Warte mal. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Und A, B, C, D, E, F, G. Dann hätten wir jetzt Dr. Dr. Fickirik. Ich glaube aber, Dr. Fickirik ist nicht das richtige Passwort. Aber wir haben unten die Buchstaben G und F. Wenn wir die rausstreichen, dann haben wir Dr. Kirk. Und nicht Dr. Fickirik. Und dann gebe ich mal Dr. Kirk ein. Oh Mann, ey. Doktor. Frau Dunkelgrün ist jetzt ein Wörtreiter. Dr. Kirk. Oh, das Knuddel. Vielen, vielen Dank für die 5 Subgifts. Absolut awesome von dir. Nice. Chronox 1997 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön. Dann sind wir schon bei 98, Leute. Zwei noch. Dann kommt nach Dino Crisis 3 Silent Hill. Schnurbi-Flausch ist jetzt ein Birdrider. Und für Code Veronica überlege ich mir noch mal passende neue Bonusspiele. Darf-Syphidias ist jetzt ein Birdrider. So, einen haben wir noch. Neuro 87 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön nochmal. Das Knuddel. Sehr cool. Okay. Ja, es ist wirklich geil, oder? Dass in der Einrichtung, wo der Chefarzt quasi Dr. Kirk heißt, Dr. Kirk das Passwort für den super Hoch-Security-Raum ist. Da bringen diese DDK-Daten-Disk-Rätsel echt super viel, wenn die solche Passwörter wählen. Das ist wirklich, das ist halt Umbrella-Niveau. Weil vorher die Frage im Raum stand, was das Resident Evil-Universum mit Dino Crisis zu tun hat. Beide bösen Firmen haben absolut keine Ahnung von IT-Sicherheit oder irgendwelchen Vorsichtsmaßnahmen. Enter! So. Oh Mann. Dr. Fickirik. Ein Schlitz für einen Schlüsselchip. Auf dem steht die Zahl. Okay, 0392 muss ich auf jeden Fall mal notieren. 0392, das merken wir uns schon mal.
einfach den Dinos beibringt, die Hände zu fressen, kannst keine Fingerabdrücke für ID-Cards klauen. Das wär mal eine sinnvolle Sicherheitsmaßnahme, das stimmt. Hallo, Captain Smoker, wie geht's? Schön, dass du hier bist. Okay, was machen wir? Wir haben die Zahl 0392. Hi, Grunter Plus. Habe ich irgendwie sowas schon im Inventar vielleicht? Ich habe die Funk-ID-Karte, aber die wird es nicht sein. Ach, ich drücke immer den falschen Knopf, ey. Ich habe die ID. Ich habe die Karte Stufe C. Großer Aufzug. Nee. Kann nicht klagen, das ist sehr gut. Das freut mich. Okay, ich glaube, wir kommen hier erstmal nicht weiter. Wir brauchen irgendeine Schlüsselkarte. Ein Schlitz für einen Schlüsselchip. Auf ihm. Auf dem Schlitz, oder wie? Auf dem Schlitz steht die Zahl 0392. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Nee. Okay, let's go. Für was habe ich dann jetzt das Dr. Kirk-Rätsel gelöst, das superschwere? Unverschämtheit. Mann, ey. Ich will jetzt die Sicherheitskarte A haben. Wir kommen nie weiter ohne die Sicherheitskarte A. Wo gehen wir denn, wo müssen wir denn jetzt wirklich hin, jetzt mal im Ernst? Ich glaube, hier habe ich mich noch nicht fertig umgesehen, ehrlich gesagt. Kommt man irgendwie in den Raum da rein? Bin gerade verwirrt. Ich weiß gerade nicht genau. Warte mal, was? Ah doch, warte mal. Hier war der Sterilisationslaser. Okay, gut, gut, gut. Und jetzt haben wir das Schloss entriegelt, aber das führt jetzt auch nur oben hoch in dem Flur, wo wir schon mal waren. Wo wir wahrscheinlich schon alles gemacht haben. Es gab ein Far Cry Primal. Ja, das habe ich sogar gespielt. Far Cry Primal. Bla, bla, bla. Ich habe früher noch Let's Plays. Ah, da brauchen wir. Okay. Ich habe früher noch Let's Plays nur für Leute gemacht, die mich auf Patreon unterstützen. Und ich glaube, Far Cry Primal war das allererste Patreon-Let's Play. Patreon-exklusive Let's Play, das ich gemacht habe für die. Ich kann mich noch erinnern. Da war das noch so ein kleiner eingeschworener Kreis aus 5 Personen oder so. Und die haben das vorgeschlagen und dafür abgestimmt. Genau. Was machen wir denn jetzt? Was haben wir? Wir haben jetzt eigentlich schon alle Schlüssel, die ich noch hatte, jetzt glaube ich auch benutzt, ne? Fingerabdruckscanner. Kartenstufe C. ID. Ja, wir bräuchten vielleicht noch irgendwie einen Fingerabdruck. Oh, es ist was passiert. Es ist was passiert, Nein, Leute. Miso Chocolate ist jetzt ein Bird Rider. Matt Clyde, vielen, vielen Dank für die 5 Subs, die noch gefehlt haben. Somit haben wir Silent Hill 1 ist jetzt ein Bird freigespaltet. Rider. Gespaltet. Auch das habe ich noch nie gespielt. Ich habe Silent Hill 1 noch nie gespielt. Und ich glaube, einer der wenigen Teile von der Reihe, die ich noch nie gespielt habe, wird höchste Zeit, den nachzuholen. Retro Gamer 81 ist jetzt ein Bird Rider. Nice. Find's lustig. Ich meine, es macht auch voll Sinn. Find's lustig, dass du Merlin Mousse Schokolade als Sub geschenkt hast, weil das ist ja meine Frau. Und ich wollte gerade sagen, es ist lustig, dass nicht mal meine Frau mich gesubbt hat. Aber wie doof wäre das, wenn wir quasi einfach Amazon Geld schenken würden, ne? Quatsch. Immortales Gaming ist jetzt ein Bird Rider. Doch, nichts mit freien Mittwochs, da hast du recht. Aber ist mir, glaube ich, lieber so. Finde ich awesome. Finde ich sehr gut von euch. Vielen, vielen Dank an euch alle. Freut mich sehr. Versuchen wir die Karte mit dem Code zu überschreiben. Das ist eine gute Idee, Chris. Ich glaube, das machen wir tatsächlich. Aber wir brauchen dann noch die Person, zu der der Fingerabdruck gehört. Also,
Weißt du, wie ich meine? Man braucht ja immer auch die Person mit der richtigen ID, aber das hätte ich jetzt auch versucht, dass wir den Code, den wir gerade am Schlitz gefunden haben, benutzen, um die Code-Karte zu überschreiben. Ja, cool. Dann spielen wir jetzt Dino Crisis 1 durch oder so lange, bis ich wirklich komplett frustriert bin und sage, ach komm, Scheißspiel, scheiß drauf, Digga, weg damit. Und dann geht's weiter mit Silent Hill 1. Und währenddessen startet nächsten Dienstag Resident Evil Survivor, ein Resident Evil Teil, den ich noch nie gespielt habe. Und ich bin gespannt. Ich gehe mal wieder zurück in die Tür. Ich bin durch die falsche Tür gegangen. Und ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt auf diesen ersten Spin-Off, den die Resident Evil-Reihe jemals bekommen hat. Ich habe natürlich viel von dem Spiel gesehen, aber ich habe es noch nie selber gespielt. Und das ist halt doch oft nochmal ganz was anderes. Bin ich gespannt drauf. Hey, wie bin ich denn hier reingekommen? Wie bin ich denn hier in den Raum reingekommen? Warum wartet da draußen Dino? Wir haben da schon alle umgebracht, dachte ich. Aber warte mal, es müsste noch einen Weg geben. Ich bin irgendwie verwirrt. Die Raumaufteilung verwirrt mich komplett. Gibt's hier wen, der Resident Evil 6 mag? Es gibt viele Leute, die Resident Evil 6 im Magen mögen. Immer wieder, wenn ich sage, wie schrecklich das ist, gibt es immer wieder Leute, die sagen, ach, so schrecklich ist es auch wieder nicht. Also das hat schon auch seine Fans. Ich weiß, dass zu alt für nicht dazu gehört, doch. Okay. Oh, Survivor habe ich noch nie gespielt. Wird auf jeden Fall interessant. Ja, finde ich auch. Bin ich auch gespannt drauf. Das soll auch relativ kurz sein, ne? Also ich glaube, da sind wir auch relativ zügig durch. Aber es wird ein interessanter Ausflug. Ja, okay. Let's go. Ah, warte mal kurz. Ich kann auch mal hier den Code versuchen, oder? Hier musste auch ein Code eingegeben werden, den ich nicht zuordnen kann. Versuchen wir den mal. Da stand auch gerade irgendwas mit Chip. Das macht schon Sinn. 0, 3, 9 und 2. Eingabe bestätigt. Die Magnetdaten für den Code 0392 werden gezeigt. Bitte überschreiben Sie die Magnetdaten der Schlüsselchips. Ah, das hatten wir auch schon mal, ne? Wie hat das Rätsel gleich nochmal funktioniert? Das sieht doch eh schon gut aus. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Hä? Ach so, warte mal. Ich muss das Rote so machen, wie das Weiße ist, oder? Okay. Also, jetzt pass auf. Wir brauchen ein volles und ein leeres oben. Nee, warte mal. Ich muss unten anfangen, sonst macht es ja gar keinen Sinn. Wir brauchen erstmal das hier. Dann brauchen wir nochmal die gleiche Konstellation. Dann brauchen wir ein leeres und ein volles. Und dann brauchen wir nochmal ein leeres und ein volles. Und meiner Meinung nach bin ich jetzt fertig. Aber leider kann ich das hier auch verändern. Und jetzt bin ich komplett verwirrt. Und was soll mir da unten dieser Energietank sagen? Ich resette das Ganze mal und gucke mir das nochmal genau an. Oh, und dann kann ich auch noch... Hä? Was? Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Es sei denn... Ah, doch, jetzt verstehe ich's. Alles klar, alles gut. Okay. Ich hab's schon. Resetten wir das Ganze nochmal. Ich war nur sehr verwirrt gerade. Ich sortiere jetzt hier mal alle leeren Hülsen raus, quasi. So gut es geht. Das war gerade doof. Aber das passt eigentlich, wenn ich so mache.
Und hier drüben sortiere ich auch mal leere Hülsen zusammen. Dann muss ich das so machen. Und dann so. Okay, alles klar. Wartet mal kurz, ich muss aber leider hier noch was verändern. Aber wie mache ich das am klügsten? Genau, so mache ich es am klügsten. Das ist easy. Ich glaube, das mache ich hier auch noch schnell. Und jetzt kommen die einfach hier hoch und dann sind wir fertig. Ich habe es gerade am Anfang überhaupt nicht gecheckt, was das von mir will, aber es ist eh ganz easy. Ich mag Resident Evil 6. Ah ja, das habe ich schon gelesen. Gibt Schlimmeres als Resident Evil 6. Hey, ich mag es einfach überhaupt nicht. Es macht mir einfach null Spaß, leider. Wirklich null Spaß. Alle Resident Evil Teile mit Leon rocken. Ja, das ist ein Zwiespalt, da hast du recht. Da kann ich schlecht dagegen argumentieren. Aber der sechste Teil, der tut mir schon weh. Unten sind die Muster. Ja, habe ich schon verstanden. Hand aufs Herz. Für das Release-Jahr waren diese Rätsel einfach sehr genial. Ich mag die Rätsel in dem Spiel tatsächlich sehr gerne. Das sind spaßige Rätsel. Wisst ihr, ich mache mich hier drüber lustig, dass das keinen Sinn macht, weil Firmensicherheit, bla bla bla, macht ja von der Story her auch keinen Sinn. Aber als Videospielrätsel funktionieren die wunderbar und machen total viel Spaß und sind total lustig und clever und nicht zu schwer. Aber gerade so schwer, dass man ab und zu ein bisschen nachdenken muss. Also ich finde die total gut. Also wenn ich mich drüber lustig mache, dann nicht falsch verstehen. Das ist total, total gute Videospielrätsel. Du hast die überschriebenen Schlüsselchips an dich genommen. Das ist schon mal gut. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was wir mit dem Fingerabdruckscanner machen, aber ich bin schon mal froh, dass wir das geschafft haben jetzt hier. Ich glaube, das speichere ich mal. Silent Hill 1 ist in Deutsch leider zensiert worden. Ah, okay. Schade. Ist es schlimm? Ist es schlimm zerschnitten? Was wurde denn zensiert? Wenn es nur sowas wie grünes Blut ist, gerade bei älteren Spielen, ist mir das ehrlich gesagt wurscht. Was? Wer muss gebannt werden? Ich finde den Originalpost nicht mehr. Ach so, ja, okay. Würde ich so nicht sagen, das Remake von 4 hat mir so sehr gefallen, dass ich mir nach 2 Kapiteln mein Geld zurückgeholt habe. Ach so, okay, alles klar. Ich stehe dazu. Vielleicht hättest du weiterspielen müssen einfach. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht. Nee, keine Ahnung. Ist halt so. Aber hat dir das Original gefallen? Das ist immer super schwer vorherzusagen, ne? Was einem gefällt. Ja, nee, ich war bei 118 Minuten Spielzeit. Hä? Du hast doch nicht 2 Stunden an den ersten beiden Kapiteln gespielt, oder? Das Original kann man nur perfektionieren, wenn man Ashley entfernt. Unter 2 Stunden Spielzeit kannst bei Steam dein Geld wiederholen. Ja, genau. Ich habe es auf schwer gespielt und das Dorf war ja. Aha, okay, cool, krass.
Ich meine, ich kann es ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen, wie lange ich bei meinem ersten Playthrough auf schwer für die ersten beiden Kapitel gebraucht habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mir kommt jetzt 2 Stunden tatsächlich lang vor, aber ich kann es nicht mehr sagen. Kann schon sein, dass das eh normal ist. Was haben wir jetzt eigentlich genau für eine Schlüsselkarte hier umgeschrieben? Eine andere Version des B1 Bibliothekkammerschlüssels. Die Daten wurden neu geschrieben. Hä? Was ist los? Ich glaube, ich habe irgendeinen Schritt übersprungen, oder? Kann das sein? Ah, nee. Okay. Hä? Keine Ahnung. Hi, Albert Wesker. Wie geht's? Dort kann ein Schlüsselchip hinein. Das ist keine Nummer. Okay, warte mal. Vielleicht ist das einfach nur ein bisschen weird. Ja, es ist einfach nur ein bisschen weird. Na gut, dann. Freue mich, dass du wieder gesund und munter bist. Dankeschön. Ich freue mich auch. Das war schon nervig. Ich hatte so viel vor letzte Woche. Also vor allem so projekttechnisch, arbeitstechnisch. Und dann krank werden ist schon sehr nervig einfach. Aber es war nicht so schlimm. Shit, ich wollte eigentlich den Inventarplatz freimachen. Warte mal, ich habe gehört, wenn ich Giftpfeile nehme... Oh, ich kann die nicht... Oh nein, ich dachte, ich kann die mit Wiederbeleber kombinieren. Aber da brauche ich wahrscheinlich was anderes als Giftpfeile. Schade, schade. Ja, dann scheiß drauf. Was liegt da? Betäubung. Brauche ich eh nicht. Weiter geht's. Let's go. Ach so, es sei denn, wartet mal ganz kurz. Habe ich ein Heilmittel, das nur noch 1 Slot frei hat? Oder 1 Slot übrig hat, besser gesagt? Ja, Wiederbeleber. Nee, okay. Warte mal. Habe ich hier nicht 2? Kann ich die nicht irgendwie zusammensortieren, bitte? Ordnen. Ja, danke. Ordnen. Ordnen ist gut. Ordnen hätte ich wahrscheinlich schon öfter brauchen können. Betäubung. Mixen wir jetzt mal mit irgendwas. Mit Medizin S+. Und dann wird daraus Medizin S++. Cool. Weiter geht's. Gehen wir jetzt echt voll in das geheime Labor. Wollt ihr mir erklären, wollt ihr mir erzählen, dass das nicht nur in der Forschungsanlage von Dr. Kirk, wo Dr. Kirk der Chef ist, Dr. Kirk ein Passwort ist, sondern dass Dr. Kirk auch noch das Passwort für sein Büro ist. Dr. Kirk hat für sein eigenes Labor Dr. Kirk als Passwort benutzt. Was ist mit dem? Der Energiebereich. Na gut, ich dachte schon, wir gehen jetzt in sein super geheimes Labor. Aber ist auch irgendwie ein bisschen so, oder? Keine Ahnung. Oh oh. Das sieht aus wie was, wo der T-Rex gerne reinbeißen würde, wahrscheinlich. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Rick, I've located the main generator of the third energy. Great. See if you can activate it. Willst du den Knopf drücken? Natürlich. Keine Ahnung, warum und was passiert. Eine Brücke. Nice. Ganz genau. Trinken nicht vergessen. Oh, was? Ich habe irgendjemand unterbrochen. Sorry. Ich wollte nur mal schnell gucken. Oh, irgendjemand wollte was sagen und ich habe auf Pause gedrückt und jetzt ist es weg. Na, ich gehe mal über die Brücke erstmal, bevor wir weitergehen. Mal gucken.
das Steuerfeld, das den dritten Energiegenerator aktiviert. Willst du es bedienen? Ja. Boop, 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 boop. Verdammt. Und jetzt sterben wir alle. Warum hast du irgendwelche random Knöpfe gedrückt, Regina? Sowas tut man nicht. Okay, aber den drücken wir noch. Nichts. Okay. Vor dem Drücken des Knopfes müssen sie Vorbereitungen treffen. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts und nochmal nichts. Okay, ich glaube, dann können wir hier erstmal wieder gehen. Wir müssen noch Vorbereitungen treffen. Okay. Dann speichere ich mal kurz. Und wir gehen durch die Tür. Hab gestern den Zorn eines Streamer-Chats auf mich gezogen, als ich schrieb, dass es nichts Besseres gibt als einen Ananassaft nach einer schönen Pizza Hawaii. Das ist auch so eine weirde Diskussion mit dieser Pizza Ananas, oder? Ich verstehe das nicht. Ich als Italiener kann dir sagen, dass jeder auf seine Pizza schmeißen kann, was er will. Eben. Ich meine, ich weiß schon, das ist so ein bisschen ein Meme und da wird so keckig rumgescherzt, aber ist halt einfach komplett bekloppt. War bei euch in der Kindheit, ich meine, ich bin in den 80ern geboren, war bei euch in der Kindheit Pizza Hawaii und Hawaii Toast und Ananas auf Toast mit Schinken und Käse und auf Pizza nicht komplett normal? Haben wir das nicht all... Also bei mir war das nämlich komplett alltäglich. Pizza Hawaii oder Hawaii Toast, also so Ananas vor allem mit saurem, mit pikantem, komplett normal. Pizza Ananas mit Oliven, saugeil. Stelle ich mir gerade tatsächlich wie eine krasse Kombination vor, aber warum nicht? Ananas ist einfach geil. Chicken Hawaii, gute Idee, morgen gibt's Toast Hawaii. Ja, ich habe das tatsächlich, seit ich erwachsen bin, nicht mehr gegessen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich wäre jetzt auch nie auf die Idee gekommen, dass ich mir selber jetzt einen Hawaii-Toast oder so mache. Aber warum nicht? Ist doch irgendwie voll geil. Ich habe es zumindest so in Erinnerung. Eine Anzeige des Terminals, das den Generator steuert. Oh, die Map hier ist ein bisschen verwirrend. Da gehen Treppen nach unten, aber gleichzeitig geht es hier oben weiter. Geht es da hinten auch noch rum oder was? Oh Gott. Und so viele Türen. Lesen wir mal das Dokument. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. Ein Terminal, der das Generator steuert. Wollen Sie es bedienen? Ich hätte gern das Dokument gelesen, ehrlich gesagt. Aber gut. Third Energy. Okay. Kann ich jetzt einfach den gelben Ordner hier lesen? Ah ja, eine Akte. Titel Anleitung zum Generator. Das wollen wir gerne lesen. Wie der Generator aktiviert und gesteuert wird. Erstens, bereiten Sie die Aktivierung mit dem Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale vor. Hey, ich glaube, ich muss mir da irgendwo Notizen machen, damit ich das wirklich in der richtigen Reihenfolge mache. So wie ich das Spiel bisher kenne, gibt mir das keinerlei Hinweise, nachdem ich das gelesen habe. Also erstens, bereiten Sie die Aktivierung Hauptsteuerfeld im oberen Bereich der Steuerzentrale vor. Okay. Oben Hauptsteuer. Oben Hauptsteuer. Das muss reichen. Zweitens. Zweitens, begeben Sie sich zum B3-Bereich des Generators, um einen Initiator einzusetzen. Okay, B3, Initiator einsetzen, weiter geht's. Drittens, benutzen Sie das Steuerfeld nahe des Initiators, um den Ansaugschaft mit dem Generator zu verbinden. Da muss ich gerade an den Loriot-Sketch mit den Staubsaugervertreter denken. Sie müssen nur den Ansaugstutzen über die Nut schülpen. Ansaugschaft.
Steuerfeld. Okay, warte mal. Drittens. Steuerfeld. Nähe. Initiator. Ansaugstutzen. Viertens. Viertens, gehen Sie zum B2-Bereich, den Stabilisator einsetzen. Okay. B2-Stabilisator. Und fünftens, aktivieren Sie den Generator. Fünftens, aktivieren. Bam. Okay. Was ist das? Oh, es gibt noch einen sechsten. Sechstens, gehen Sie in die Steuerzentrale und regeln Sie die Abgaben in der unteren Ebene. Sechstens, Steuerzentrale untere Ebene. Sternchen, wenn der Generator aktiviert wird, muss der Doktor zugegen sein. Um Unfälle zu vermeiden, geht der Generator nur mit der ID-Karte von Dr. Kirk online. Das könnte ein Problem sein. Ich glaube, die haben wir nicht. Die müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen, genau. Notizbuch, ja, irgendwann werde ich dran denken, dass ich endlich mal das kleine Notizbüchlein aus dem Handschuhfach im Auto hole. Irgendwann werde ich es tun und dann haben wir es endlich und es wird so awesome. Ein kleiner Umbrella-Kugelschreiber und ein kleines Umbrella-Büchlein. Es wird toll werden. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, wenn diese ganze Resident Evil-Sache vorbei ist, schauen wir uns das Büchlein an und blättern durch und lachen gemeinsam über die tollen Rätsel, die wir auf dem Weg hierher gelöst haben. Aber bis jetzt liegt es halt noch im Handschuhfach und ich bin zu faul. Und deswegen hole ich es jetzt nicht. Wäre schon lustig, wenn das Passwort für Kirks Karte auch Dr. Kirk wäre. Ja. Einfach alle Passwörter Dr. Kirk. So, Regina. Dass da unten ein Foto und ihr Name permanent sind, lässt mich immer so vermuten, dass es mal geplant war, dass man andere Figuren spielt oder so, ne? Weil, aber gut. Okay. Ich muss schnell niesen. Achtung, Moment. Oh. Und jetzt gehen wir durch eine Tür. Ich weiß nicht durch welche, aber los geht's. Bei zwei spielt... Ja, genau. Beim zweiten spielt man zwei Charaktere. Das habe ich schon gesehen. Aber ich muss mal kurz... Ich habe fast schon... Okay, let's go. Dort drin ist Werkzeug zur Wartung. Moment, soll das Werkzeug gewartet werden oder... Die B2-Bereichskarte ist an der Wand. Willst du die Kartendaten aufzeichnen? Bitteschön. Schauen wir mal kurz. Okay. Ja, es gibt schon noch viele Räume, in denen wir noch nicht waren. Ne? Wir haben auch schon viel gesehen jetzt, aber es gibt schon auch noch einiges zu entdecken. Es fühlt sich einfach für mich schon seit 5 Stunden nach Endgame an. Sie ist bewusstlos und liegt im Sterben. Sie ist aber nicht Dr. Kirk, oder? Junge Frau, könnten Sie mir kurz bevor Sie sterben noch schnell Ihre ID-Nummer geben? Ich bräuchte mal ganz kurz Ihren Fingerabdruck. Ach, schade. Es wäre auch ein bisschen morbide und so, ne? Aber ich kann jetzt auch gar nichts für Sie tun. Irgendwie. Dann lesen wir mal noch das Buch hier. Ein Forschungsmemo lesen wir. Let's go. Kirk hat seit kurzem alles vor den anderen Forschern versteckt. Das Personal des B1-Laboratoriumsbereich hat beschlossen herauszufinden, was Kirk und die Militärs vorhaben. Wir haben ein kleines Bandgerät in das Teilelager geschleust, in dem sie sich treffen. Das Gerät wird durch Schall aktiviert und nimmt dann automatisch auf. Es kann nicht auf
Aufnahmen, aber auch abspielen. Womöglich ist das die beste Art, etwas herauszufinden. Wir benötigen Kirks ID, um uns den Generator anzusehen. Wir kennen bereits seine Registriernummer. Sie lautet... Ich muss mir das alles notieren. Ich muss mir, weil wir heute nicht fertig werden, muss ich mir das, glaube ich, auch aus dem Chat, wo ich es jetzt reinschreibe, rauskopieren noch, bevor wir heute Schluss machen. Darf ich nicht vergessen. Weil sonst hängen wir, weil sonst geht der nächste Stream wieder so los wie dieser Stream und wir gucken erstmal eine Stunde lang irgendeinen Walkthrough. Das will ich vermeiden. Alles, was wir jetzt noch brauchen, um seine ID-Karte zu fälschen, sind seine vermaledeiten Fingerabdruckdaten. Kirk? Grrr. Okay. Nanu? Rote, grüne Box? Ich brauche jetzt eigentlich gerade gar keine medizinische Box. Ich habe viel Heilung. Ich hätte gern tatsächlich lieber jetzt die Munitionsbox, wenn möglich. Oh, Granaten, Hitzegranaten und langweilige Pistolenmunition. Schade. Aber nehmen wir mal noch die Hitzegranaten mit. Und ich glaube, ich tausche langweilige Pistolenmunition gegen Granaten. Dann haben wir zumindest mal 6 Granaten nochmal. Das klingt doch ganz gut eigentlich erstmal. Dann haben wir jetzt... Ich speichere mal kurz. Dann haben wir jetzt gerade noch 2 Schuss Schrotflinte. Ich kann eigentlich die Pistole, glaube ich, eigentlich komplett wegfeuern. Wegschmeißen. Die ist einfach nutzlos. Maschine, die vom dritten Energiegenerator erzeugte Energie steuert und lagert. Was haben wir hier? Schaltkreise stellen die Einstellungen des Notstromsversorgungsaggregats dar. Im Moment sind wir normal. Energiequelle, Richtung, in die Energie geleitet wird, auf den dritten Energiegenerator umstellen. Okay. Keine Ahnung. Aha, wir haben wieder so ein Rätsel. Oh Gott. Okay. Dann los. Rufus aus Deponia würde jetzt sagen, um Unfälle zu vermeiden, sollten sie den Freitod als Alternative wählen. Mit Tzatziki. Auf Twitch geht's immer noch um Ananassaft und so weiter, ne? Pizza Salami mit Tzatziki. Ja. Okay, dann lösen wir das Rätsel mal. Also, das da würde so keinen Sinn machen, außer man überschreibt das letzte Teil. Das kann das letzte Teil nicht überschreiben. Ich lege es erstmal weg. Das würde so Sinn machen, aber nur wenn man das mittlere Teil überschreibt. Und, ja, okay. Ja, aber dann, okay, das bringt mich jetzt in eine Bredouille. Kann nicht sein. Nee. Okay. Kann ich das untere wieder nehmen? Nee. Was? Okay, aber die bleiben so gedreht, wie sie sind. Das ist gut. Aber jetzt passt mal auf. Ich kann nämlich das auch so drehen. Und so macht es nämlich auch sehr viel Sinn. Dann muss tatsächlich... Ah, okay. Back. Wenn ich das reinlege, muss das mittlere überschrieben werden. Nee, Quatsch, nicht das mittlere. Nix muss davon überschrieben werden. Auf dem Ding ist alles perfekt. Auf dem Ding ist alles perfekt. Nee, das klappt leider nicht. Schade, ich dachte, ich hätte es schon. Ah, dammit. Sehr schade. Also, das muss so gedreht sein, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie das ganz unten rechts richtig sein kann. Das muss so sein. Das heißt aber,
dass das ganz linke in der mittleren Reihe definitiv überschrieben werden muss. Vielleicht versuche ich es wirklich mal. Warte mal, erstmal mit dem, dann das draufklatschen. Nee, macht keinen Sinn. Ja, nee, habe ich genau das gleiche Problem wieder. Aha, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So, jetzt nehme ich das hier, klatsch erst das da drauf und dann das da und dann haben wir es. Ta-ta-ta-ta-ta! Juhu, hab auf einer Speisekarte mal Pizza mit Mango und Bananen gesehen. Kann ich mir auch vorstellen. Pizza war mit Tzatziki und Maggi. Maggi geht auf alles. Kann man immer drauf klatschen. Finde ich gut. So, wir haben irgendwas gemacht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was eigentlich. Aber wir haben irgendwas getan. Ich bin stolz auf uns. Tür ist von der anderen Seite abgeschlossen. Okay. Okay, mit den Dingern hier können wir, glaube ich, alle nicht interagieren. Also, und wir helfen jetzt der verwundeten Frau da auch nicht, oder wie? Wir lassen... Okay, gut. Naja. Maggi? Nein, 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 nein. Na gut. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich einfach auf alles Maggi geklatscht. Ich muss zugeben, das war eine Zeit, zu der ich einfach noch nicht kochen konnte. Noch so gar nicht. Und dann ist Maggi sehr hilfreich. Weil mit Maggi schmeckt halt einfach alles nach Maggi. Und dann, ne, wenn man Maggi mag, kann man da nicht so viel falsch machen. Mittlerweile kann ich ein bisschen besser kochen und brauche Maggi nicht mehr so unbedingt. Aber trotzdem geht schon. Oder auch jede andere flüssige Gewürzmischung so, ne? Muss nicht die von Maggi sein. Aber das ist halt wie mit Tesafilm und so. Das ist schon fast ein Synonym. Ja, ja, die Schokoladenpizza, stimmt. An die kann ich mich erinnern. Hat die mal jemand probiert von euch? Ich nie. Ich weiß nicht, ob ich da schon vegan war und deswegen nicht oder ob es einfach nur ein bisschen weird war, aber ja, nee. Nudeln mit Maggi, ja, verstehe ich voll, dass du das als Kind gern mochtest, verstehe ich total. Ich habe auch als Kind einfach gerne Nudeln mit Butter gegessen und sonst nix, nur Nudeln mit Butter. Aber ich stelle mir gerade Nudeln mit Butter und Maggi schon sehr lecker vor. Die Hauptkonsole zur Steuerung des Generators kann nicht bedient werden, das System ist gesperrt, ja. Kann ich den Schrank verschieben? Der sieht so verschiebebel aus. Und der ist auch verschiebebel. Verschiebebel. Und wir finden einen Verstärker, den wir aber nicht brauchen. Wir haben noch ein Dokument. Ich muss mir irgendwie neue Stimmen auf mein Soundboard hier legen, oder? Immer die gleichen ist auch langweilig. Ups. Nein. 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 Radiosprecher brauchen wir jetzt auch nicht. Ich habe noch die ganz tiefe Stimme, aber die ist fast ein bisschen zu groß. Nein, von mir aus. Dieses Dokument wurde von einem Roboter geschrieben. Seit ich dieser Abteilung zugewiesen wurde, habe ich lediglich Simulationsdaten des Generators geprüft. Ein mäßigerer Student könnte das erledigen. Warum will Kirk nicht, dass wir den Generator bedienen? Immerhin bin ich als künstliche Lebensform für solch eine Arbeit prädestiniert. Traut er uns das etwa nicht zu? Geschrieben von Robotereinheit O. An O. Ich glaube, so einfach ist das nicht, mein elektronischer Freund. Dass eine ID benötigt wird, um den Generator zu bedienen, ist er der Einzige, der etwas unternehmen kann, wenn es einen Unfall gibt. Ich verstehe noch nicht, was das Militär mit dieser idiotischen Maßnahme erreichen will. Geschrieben von N. Ich habe eine Idee. Es gibt um diesen Tom, der dem B1 erst kürzlich zugewiesen wurde. Er fragte mich oft nach unserer Arbeit.
Ich denke mal, er kann meinen Schaf nicht widerstehen. Schamsimulation initiiert. Achso, das ist B, das sind wir gerne ein anderer Roboter, egal. Warum laden wir ihn nicht in unsere Gruppe hoch, damit er Kirk ausspioniert? Das sollte klappen, da es ihm leicht fällt, Vertrauen zu gewinnen. Geschrieben von Roboter Einheit B. An B. Denk nochmal nach. Hast du schon vergessen, wie sehr du versucht hast, Kirks Aufmerksamkeit zu erlangen? Bitte lerne, etwas logischer zu denken mit deinem mechanischen Gehirn. Zudem scheinen die Männlichen sich neben der Forschung kaum für etwas zu interessieren. Vielleicht solltest du dem Nächsten, mit dem du dich anfreundest, die Wunder von Shampoo und Waschmaschine näher bringen, geschrieben von C. Hä? Okay. Oh Gott. Es wird Zeit, dass wir für heute Schluss machen, habe ich das Gefühl. Hallo, Gabachilla, aber ein bisschen haben wir noch. Keine Sorge. So. Ah, wir haben jetzt die Stufe B-Karte. Hä? Haben wir jemals irgendwo eine verschlossene Stufe B-Tür gehabt? Ich habe immer nur A gesehen. Ah, es gibt da tatsächlich diesen kleinen Hausmeisterspind. Der ist B. Ist das ein Aufzug? Ja, bitte. Gabachilla ist jetzt ein Birdrider. Das ist sehr gut von Gabachilla. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deinen Sub im zweiten Monat schon. Dankeschön. Freut mich riesig. Nice. Cool. Okay. Gut. Wir können. Ist das wirklich ein. Es sieht aus wie ein Aufzug, ne? Weil so kleine viereckige Räume übereinander. Weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir eine Schlüsselkarte. Diese Daten der Hauptkonsole werden hier angezeigt. Wenn die Hauptkonsole nicht funktioniert, kann das System von hier bedient werden. Na gut. Ist ein Aufzug, habe ich mir schon gedacht. Eigentlich gibt es nur C- und A-Türen, ne? Ja, sehe ich auch so. Also habe ich auch so gesehen. Der Raum ist für mich echt sehr verwirrend. Gerade mit den feststehenden Kameras und so. Und dann hat er noch irgendwie drei Stockwerke und überall Türen. Und auf der Karte wird er aber nur als eindimensionaler Raum angezeigt. Ich bin komplett lost hier. Komplett. Aber warte mal, ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, was uns jetzt dieser B-Schlüssel bringt. Weil... Wir fahren damit nur in den Raum, wo wir eh schon mal waren. Ist das nur eine Abkürzung? Finde ich ein bisschen lame. Ich habe irgendwo einen Strom wiederhergestellt. Hat das irgendwas gebracht? Ein Steuerfeld für den Generator. Da drüben, wo die Mappe liegt, da war irgendwas, mit dem wir noch interagieren konnten. Du schaffst es, Generator! Okay, alles Systeme okay. Generator Test complete. Okay. A special key card is required to operate the generator. Ah. Warum wird mir die Tür hinter mir so prominent angezeigt, frage ich mich. Ach. Was ist denn jetzt los? Die war gerade noch irgendwie lebendig. Sie ist erschossen worden. Sie atmet nicht mehr. Sie hält eine mit Blut beschmierte Memo in der Hand. Wann ist denn das passiert? 1281. Hey, die Anleitungen und Zahlenkombinationen und so nehmen echt überhand. 1281. Ich muss jetzt echt mal ganz kurz, warte mal schnell, ich mach mal schnell
mein Ideen- und Skripte-Dokument auf und nutze das ganz kurz als Schmierzettel für den nächsten Stream. Dino Crisis Notizen. Ich habe übrigens einen dritten Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, aber ich habe öfter darüber geredet, wie geil ein dritter Bildschirm wäre, weil einfach alles auf zwei zu eng wird, wenn ich streame. Und jetzt habe ich einen dritten und das ist einfach so gut, weil endlich habe ich einfach genug Bildschirme, dass ich hier auch vernünftig was machen kann. Okay, das hat alles irgendwie sehr weird formatiert, aber darum kümmere ich mich ein andermal. Jetzt machen wir erstmal noch weiter. So. Okay, dort steht die Zahl 1281. Okay, warte mal, ist das deine? Soll ich jetzt deinen Fingerabdruck nehmen, tote Frau? Nein, ich kann ihren Fingerabdruck leider nicht benutzen. Wirklich nicht? Sind wir uns sicher, Regina, dass wir das nicht machen wollen? Nee, naja, gut. Mein Gott, aber mit was wurde sie denn bitte erschossen? Guckt euch das Blut an. Die wurde von jemandem mit blutigen Händen bedient. Die Fingerabdrücke sind deutlich zu sehen. Ich weiß zwar nicht, warum wir nicht einfach von der Leiche die Fingerabdrücke nehmen können, aber nutzen wir halt hier die Fingerabdruckscanner-Dingens. Überschreiben. Jupp. Fingerabdruckdaten werden gesammelt. Okay. Hier müssen sie nichts mehr tun. Oh oh. Dammit. Jetzt wird's spannend. China-Instant-Nudeln werden aber schon seit einiger Zeit roh gefuttert. Der Sinn des Geschmacks dahinter erschließt sich mir nicht. Ich mag tatsächlich auch, ich esse die nicht komplett roh, aber ich lasse die bei weitem nicht so lange ziehen, wie es draufsteht, weil ich finde das auch geil, wenn die noch knusprig ein bisschen sind. Ein bisschen Konsistenz haben. Mag ich schon. Oder ein bisschen weniger Wasser einfach zur Zubereitung benutzen. Finde ich schon geil. Komplett roh würde ich die, glaube ich, auch nicht essen wollen. Da sind sie erstens zu knusprig und zweitens ungewürzt ja dann auch, oder? Oder schüttet man das Pulver trotzdem drüber? Dann stelle ich es mir irgendwie noch trockener vor. Oh oh, Dr. Kirk, ich brauche deinen Finger. The ultimate energy source. Your precious creation is nothing more than another weapon to be misused. You seem to have a small degree of superficial intelligence. It's too bad that it is wasted on one who is about to die. Wow, der hat gerade von hinten mit dem Maschinengewehr zwischen Regina's Kopf und Arm durchgeschossen auf die Pistole, ey. Was ist mit dem los? Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked 3 years ago. Du hast seinen Fingerabdruck. Ich nehme den Finger trotzdem, lieber vorsichtshalber mit. Selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. I was incorrect. The space was not transferred, it was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Ja, wenn der nicht ein Umbrella-Wissenschaftler sein könnte, ein Böser, ne? Located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men, don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil?
I don't care about that. Only my experiment. Experiment. Only one thing matters at this point. Your grand invention. Ich bin dafür, dass der ab jetzt jeden Bösewicht in dem Videospiel synchronisiert für immer. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Ganz großes Kino hier. Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Hallo, Gratis Ninja. Dino Crisis gehört nicht offiziell wirklich zu Resident Evil. Was die... Ah, wir haben die Zugriffskarte A. Was die beiden Spiele wirklich verbindet, ist, dass beide von Capcom sind und dass Resident Evil 3 und Dino Crisis im gleichen Jahr rausgekommen ist und dass quasi so der Versuch von Capcom war, neben Resident Evil eine zweite Survival-Horror-Marke ins Leben zu rufen. Genau. Deswegen spielen wir das als Bonus quasi zusätzlich zu den Resident Evil-Spielen. Okay, Karte Stufe A, das ist nice. Jetzt können wir quasi alles erkunden hier. Du hast die ganze Action verpasst. Okay, I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. Mein Inventar ist leider voll. Achso. Plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? What's your choice? Gales Strategie Richtung B3-Stufe A-Bereich gehen. Rick-Strategie Richtung Teilelager. Also wenn da wirklich überall Dinos sind, ich habe nicht mehr so viel Munition und so weiter und die sind nervig. Ich baue lieber die Teile zusammen. Außerdem waren Ricks Pläne bis jetzt immer besser. Insofern machen wir wie immer Ricks Plan, würde ich sagen. Soll Rick halt losgehen und die bauen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Idee, weil er ist der Technik-Nerd im Team. Okay. Ich mach das natürlich. Regina, do everything! Okay, los geht's. It's your show, girl. I just hope you know what you're doing. Do whatever you want. Just don't fail. Komm mal mit. Was macht er eigentlich jetzt? Was machen die beiden eigentlich jetzt in der Zeit, wo ich alles mache? Planungsdisk aufgesammelt. Okay. Ein, ja, gut. Jetzt müssen wir da oben hin. Wir sind aktuell hier. Wenn wir die Tür öffnen könnten, da oben, die rote, wäre das ein relativ kurzer Weg. Oder wir gehen durch einen Lüftungsschacht. Überall Dinosaurier aber auf dem Weg, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, da bin ich ja begeistert. Rick guckt wohl einen Stream und Gale schiebt Langeweile. Ja, so wirkt's. Das stimmt. Okay. Es wirkt jetzt so, als würde es jetzt wirklich gegen Finale gehen. Und wir haben jetzt auch ein Ziel vor Augen, was mich ziemlich freut. Waren wir in dem Raum hier schon mal? Haben wir das da schon mal gelesen?
Dr. Kirk, Hinweis, Vorbereitung von Stabilisator. Nie, das haben wir, glaube ich, noch nicht gelesen. Hinweis, Vorbereitung von Initiator und Stabilisator. Stellen Sie sicher, dass diese beiden Geräte rechtzeitig bereit sind. Jeder der zwei Teile besteht aus den folgenden drei Teilen. Kernkomponente, Schutzteil A, Schutzteil B. Diese sechs Teile werden benötigt. Sechs Teile? Was? Okay. Ach so, weil ich brauche zweimal das alles. Okay. Sie werden separat im Experimentraum, dem Entwurfsraum und dem Teilelager aufbewahrt. Sobald Sie alle Teile haben, können Sie sie zum Experimentierraum zusammensetzen. Der Schwerelosigkeitsmanipulator darf nur vom Personal der Stufe A bedient werden. Nice. Leute, wir machen jetzt für heute Schluss. Ich glaube, nächsten Mittwoch beenden wir das Spiel höchstwahrscheinlich, ne, wenn ich so einplane, dass wir wieder eine Stunde lang nicht wissen, wo es lang geht und uns irgendwelche Tutorials angucken und dann zwei Stunden spielen, könnten wir es noch rechtzeitig schaffen und dann geht's übernächsten Mittwoch. Jetzt muss ich mal ganz kurz in den Kalender gucken. Ach, dammit, kann ich gerade nicht. Egal, dann geht's aber schon Richtung Weihnachten. Ne? Richtung Weihnachten geht's dann mit Silent Hill 1 los und nächsten Dienstag geht's schon mit Resident Evil Survivor los. Da bin ich wirklich gespannt drauf, da habe ich Bock drauf. Ich bin echt froh, dass das Spiel anscheinend relativ kurz ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen nervig wird auf Dauer. Schön, dass ihr da wart, hat mich sehr gefreut und vielen Dank nochmal für die Bits, das Knuddel. Danke für die gute Unterhaltung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass ihr euch unterhalten gefühlt habt, obwohl ich gefühlt den halben Stream irgendwie gemurmelt habe, weil ich irgendwas gelesen habe. Ich würde sagen, wir raiden jetzt wieder wie immer zur Panikfee rüber. Kommt gerne mit, alle, die auf Twitch sind. Würde mich sehr freuen. Und dann sagen wir der nochmal Hallo. Und ja, genau. Hab mich gefreut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao. Und danke für Bits und alles. Ne? Habe ich schon gesagt? Weiß ich nicht. Danke euch. Gute Nacht.